my appetite. Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V5 Blood and Sand. Und heute mit dabei illustre Gestalten, wie immer als Spielerinnen und Spieler. Zum Beispiel haben wir den Araiguma als Aisea. Hallo. Und den Kako als Bruce. Nabend. Feramin als Samantha. Hallo. Und last but not least, Lilio als Dr. Angela, aber leider heute ohne Bild. Hallöchen trotzdem. Jo. Ja, wir spielen Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Kleiner Disclaimer vorweg, wie immer. Wir spielen hier böse Machenschaften. Wir spielen Vampire in der World of Darkness. Das heißt, es kann vorkommen, dass es unsere Charaktere Dinge tun, die böse sind. Das liegt an den Charakteren, die wir spielen und nicht an uns Spielern. Also seid euch dessen bewusst. Nicht, dass ihr uns für irgendwie komische Menschen haltet. Komischer, als wir sowieso schon sind. Gut. Ja, wir haben eine Sache noch anzusagen, bevor wir in den Stream reinstarten, was ein bisschen was mit dem Disclaimer auch zu tun hat. Denn beim letzten Mal kam es in der Abschlussszene zu einer Sache, die wir innerhalb unserer Runde schwer diskutiert haben. Und wir haben uns entschlossen, dass wir ein Retcon machen für die letzte Szene. In der letzten Szene, wenn ihr euch daran erinnert, hat Aisea eine Frau getötet. Und ist dabei beobachtet worden. Und ja, die zu beobachtende Person wird von mir jetzt geändert. Es war kein kleines Kind, sondern ein Erwachsener, der zugesehen hat. Und das war uns jetzt noch wichtig, dass ihr das mitkriegt, dass wir das irgendwie so geändert haben, weil das einigen oder eigentlich uns allen so ein bisschen Magenschmerzen bereitet hat, wie es dann im Nachhinein, wenn man so über seine Runde nachdenkt, wie es dann so ist. Gut, wisst ihr da auch Bescheid. Ja, sonst kleine Zusammenfassung, falls ihr das erste Mal einschaltet. Wir befinden uns in den USA, an der Grenze von Mexiko, in einer kleinen, noch nicht näher benannten Stadt, ungefähr um die 20.000 Einwohner wird sie schon haben. Eine Kleinstadt. Und ja, unsere Vampire sind zum großen Teil neu in der Stadt. Also zugereist. Samantha mit ihrem Klüngel weggereist aus der Stadt, aus der sie vorher kam. Was war das nochmal? Sacramento, ne? Oder was war das? Ja. Und Dr. Angela mit ihrem Sire, der sie dann da hat sitzen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Und Aisea aus nicht näher bekannten, bis jetzt zumindest nicht näher bekannten Gründen, wurde er von seiner Sire strafversetzt. Irgendwo in die Pampa, also in unsere Stadt. Und Bruce ist der Einzige, der ein bisschen länger schon in dieser Stadt lebt. Zumindest als Mensch, aber auch relativ frisch Vampir geworden ist. Und so sind wir alle relativ Neulinge in der Stadt. Und ihr habt herausgefunden, dass die Stadt gar keinen Prinzen hat zurzeit.
Und ja, dass da irgendwie politische Dinge gerade irgendwie im Hintergrund rumoren, könnt ihr euch denken. Festgestellt habt ihr die noch gar nicht so richtig. Mit vielen Vampiren zu tun gehabt habt ihr auch noch nicht. Obwohl relativ, ja. Und ja, ihr habt den Auftrag bekommen, um euch ein bisschen mit der örtlichen Kamarilla ein bisschen anzubiedern, hat euch eine junge Vampirin eine Aufgabe gestellt. Ihr sollt für die Kamarilla doch dafür sorgen, wenn es schon in der Vampirgesellschaft politisch hin und her geht, dann müsste man doch zumindest in der menschlichen Gesellschaft dafür sorgen, dass da politisch alles beim Alten bleibt. Denn es stehen Bürgermeisterwahlen an und ihr sollt dafür sorgen, dass der alte Bürgermeister auch der neue Bürgermeister wird. Das Problem ist, sein Konkurrent liegt gerade in allen Umfragen ziemlich weit vorne und die Wahl ist bald. Genau. Und die zweite Aufgabe, die ihr bekommen habt, ist eine Vampirin zu finden namens Anna, die zufälligerweise die Sire von Bruce ist. Und ja, da seid ihr schon weiter vorangeschritten als als mit eurer anderen Aufgabe. Und ja, wir werden schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, beim letzten Mal kam es zu einer, ja, Eskalation, würde ich es fast schon sagen. Nachdem unsere Vampire sich das allererste Mal alle auf einem Haufen getroffen haben, kam es direkt mal zu Kampfsituationen. Ja, unsere Vampire Nicht haben alle, nicht alle. ja, Anna aufgespürt und damit auch Bruce. Und die kamen sich leicht angegriffen vor von dem Verhalten und haben sich gewehrt. Und es kam zu einem kleinen Scharmützel, was in einer ziemlichen, ja, was in einem Nosferatu, der in Raserei geraten ist, resultiert hat. Und ja, das war alles und einem, ja, einem Toreador, Sire von Samantha, der mal gezeigt hat, was er so drauf hat, um den in Raserei geratenen Vampir ein bisschen zu beruhigen. Ja, und am Schluss halt mit Isaiah, der ziemlich Frust geschoben hat, weil so gut wie keiner seine mentalen Manipulationsversuche an diesem Abend irgendwie funktioniert haben. Ja, und so hat er ja seinen Frust an einem menschlichen, ja, an einem menschlichen Blutbeutel ausgelassen und hat eine Frau getötet und sie ausgetrunken, bis auf den letzten Tropfen. Seinen Hunger von, ich glaube, 5 sogar, ne? Von 5 auf 0 heruntergezogen. Kurz vor Sonnenaufgang ist dabei beobachtet worden von einem Erwachsenen, durch einen Spalt in einer Tür. Aber was genau dann in diesem frühen Morgen noch passiert ist in diesem Haus, das lassen wir erstmal im Unklaren. Also was Isaiah da jetzt noch getan hat oder nicht getan hat. Denn wir starten heute mit unserer Session eigentlich, indem unsere Vampire alle aufwachen und erstmal gucken, ob das Tier in ihnen Hunger verursacht, während sie aufwachen. Denn Vampire wachen nicht einfach nur so auf, sondern sie sind halt Untote und tote Menschen stehen nicht auf im Abend. Es sei denn, der innere Dämon in ihnen wird hervorgeholt, wird provoziert und sorgt dann dafür, dass das untote Fleisch sich erheben kann. Und so müsst ihr euren inneren Dämon auch reizen, um aufzustehen. Wer möchte denn mal beginnen? Ja, gerne, hier ich. Isaiah. Wie schön. Schauen Ich wir würfle mal. einen W10, um aufstehen zu dürfen. Genau. Das ist eine 6, ein Erfolg, das heißt, dein Hunger wird nicht erhöht. Dann würfel auch direkt noch für mich. Genau. Lelio kann Jawohl. leider heute wegen dem Internetproblem nicht wirklich würfeln, deswegen muss Isaiah für Dr. Angela würfeln. Aber auch hier steigt der Hunger nicht. Sehr gut. Ja. Hast du fein gemacht. Danke, danke. Ja, voll. Machen wir dann weiter bei Bruce vielleicht. Ja, warum nicht?
Der Rouse-Check. Genau. Ja, Bruce bekommt nicht. Hunger. Ah. Auf wie viel Hunger bist du jetzt, Bruce? Auf 3. Auf 3, okay. Also schon ziemlich hungrig. Und Samantha? Geschafft. Ja, bei 1 dann immer noch. Da steigt der Hunger auch nicht. Alles klar. Auf wie viel Hunger war Dr. Angela gewesen? Ich bin auf 3. Auch auf 3, okay. Also hat meine von mir aus gesehen linke Seite etwas Hunger. Naja, gut. Ihr habt den Tag verbracht. Schlafend natürlich, wie es sich für Vampire gehört. Meine Frage an euch ist jetzt natürlich, wo habt ihr denn den Tag verbracht? Also bei Bruce ist es relativ wahrscheinlich, dass er den Tag halt in seinem Trailer verbracht hat, ne? Gut, danke. Ja. Ich habe mich wieder ins Hotelzimmer einladen lassen. Ja, wir sind auch im Hotel. Okay. Ich habe in meinem Büro gepennt. Okay. Gut, dann fangen wir doch mal im Hotel an, weil da mehrere Vampire vor Ort sind. Ihr habt euch gestern Abend, also kurz vor Sonnenaufgang halt noch gesehen. Habt auch den Dicken und John wieder getroffen, die ja verschwunden waren in der Nacht. Ihr habt mitgekriegt, dass der Dicke sehr geknickt war, als ihr ihn wieder gesehen habt. Irgendwie wortlos in einem Sessel in der Ecke gesessen hat. Und es sah so ein bisschen danach aus, als ob John ihn die ganze Zeit so ein bisschen tätschelt und ihm gut zuredet. Aber an diesem Abend, an diesem neuen Abend, wacht tatsächlich Dr. Angela zuerst auf. Ziemlich früh. Und was du siehst, wenn du dich umblickst, halt das übliche Zimmer. Wenn du bei John geschlafen hast, dann liegt er da noch. Noch nicht aufgewacht. Dann soll doch erstmal pennen bleiben. Ich würde mich gerne nach unserem Häftling umgucken. Also schauen, wie es dem, ob der noch lebt und so. Ja, unsere Vampire haben ja einen noch. Gefangenen gemacht, einen Gänger. Ja. Ja. Dann da stolzierst du rüber ins Bad, wo ihr den ja in der Badewanne gelassen habt. Mhm. Verschnürt und der schläft anscheinend auch noch. Warum auch immer er den Tag über geschlafen hat. Aber wahrscheinlich hat er sich die ganze Zeit immer so gewehrt und ist jetzt K.O. oder so. Oh, wenn er pennt, dann trinke ich direkt einfach mal von ihm. Ich gucke, ob er noch lebt. Wenn er noch lebt, dann trinke ich erstmal von ihm. Okay. Ja, leben tut er noch. Kannst du gerne von ihm trinken. Ja. Dann würde ich aber auch dafür sorgen, dass ich würde ihn aufwecken und ich würde ihm was zu trinken anbieten. Und gucken, ob vielleicht, keine Ahnung, irgendwo in der Minibar oder so Schokoriegel oder sowas. Manchmal sind in Hotels da ja so Kleinigkeiten, damit er zumindest... Es gibt auf dem Parkplatz so einen Automaten, ja. Oder sowas, ja. Halt dafür sorgen, dass dann nicht noch, keine Ahnung, total unterzuckert ist und wegkippt oder sowas in der Art. Ja, weil gerade wenn ich ja noch Blut, ein bisschen Blut abzapfe, dann wird es ja wahrscheinlich nicht so sonderlich gut gehen. Mhm. Und das kann ich noch nicht so ganz hundertprozentig mit mir selber ausmachen. Deswegen kümmere ich mich dann auch so ein bisschen um den. Er darf sogar mal auf Klo. Oha, Wahnsinn. Mhm. Das ist aber gütig. Ja. Finde ich auch. Ja. Ja, dann versorgst du einen Gefangenen, ja, den ihr ja noch irgendwie noch in die Kirche bringen wollte zu der Tremere. Genau. Und ja, stolzierst dann irgendwie quer durch das Apartment. Das ist ein relativ großes mit mehreren Zimmern und auch noch so ein Wohnzimmer. Du siehst den Dicken im Wohnzimmer noch auf seinem Stuhl sitzen, eingesunken so ein bisschen in sich selber. Mhm. Habe ich ihm irgendwie seinen Schlafplatz weggenommen? Das müsstest du ihn mal fragen. Würde mir ja fast leid tun. Ja, Dr. Angela ist heute sehr menschlich drauf. Ja.
Ja. Gestern war ein sehr seltsamer Tag. Ich habe vorher einen abbekommen, das fand ich ziemlich uncool. Ansonsten mache ich sonst noch irgendwas. Ich glaube, ansonsten würde ich hauptsächlich darauf warten, dass der Rest sich auch mal so langsam erhebt. Ja, wie gesagt, du bist relativ früh aufgewacht. Ja. Siehst halt in diesem Wohnzimmer noch irgendwie, ja, es ist halt sehr langweilig. Du versorgst euren Patienten da, euren Gefangenen. Und ja, bist halt rausgegangen, hast gesehen, okay, die Sonne ist gerade untergegangen. Zum Glück, sonst hättest du nichts holen können. Und, Ja. aber irgendwie lassen die anderen noch auf sich warten. Wie weit war es noch mal von da etwa bis zu meiner Unterkunft entfernt? Oh, dann Ich müsstest habe du jetzt schon ein mein Taxi Moped. nehmen. Ja. Wenn du mit dem Moped fährst, dann bist du eine halbe Stunde unterwegs. Ich glaube, ich würde dann, dass ich einfach mit dem Moped dahin fahren und ein paar Sachen, neue Klamotten und so ein Quatsch rüberholen. Weil wenn ich jetzt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich häufiger dort tägige, nicht nächtige, was auch immer, penne, dass ich ja da ein bisschen was dort habe. Okay, gut, dann fährst du erstmal weg. Und die zweite, die erwacht und vielleicht von dem Zuschließen oder von dem Zuwerfen der Tür oder so wach wird, ist Samantha. Ja, da will ich mal vielleicht versuchen, Andrew auch zu wecken. Der liegt da noch. Man muss sich das jetzt auch Keine. nicht so vorstellen, dass man das so machen könnte wie bei Menschen. Denn Ein Versuch war es wert. dieser Schlaf, den Vampire schlafen, ist ein übernatürlicher. Und Ein einmal Versuch war es rütteln wert. an den Leuten ist, ja, ist so im Instinkt drin wahrscheinlich, aber hilft nicht viel. Ich glaube, dann mache ich den Fernseher an. Im amerikanischen TV kommen morgens ganz tolle Sachen. Ja, was guckst du denn? Ah, Extreme Couponing. Ja, nee, ich sepp einfach so durchs Programm, weil ich weiß nicht, auf John und den Dicken habe ich jetzt noch nicht so furchtbar Lust alleine und. Also bleibst du im Raum. Ich würde vielleicht mal kurz rausgucken, wie spät es denn schon ist, aber. Sonne ist wie gesagt gerade untergegangen, schätzt du. Also man sieht noch so ein bisschen den Schimmer am Horizont. Irgendwas draußen los, was Besonderes? Es ist ruhig, wie jeden Naja. Abend hier. Es ist eine Kleinstadt. Dann Fernsehen. Okay. Langweilig, Fernsehen. Ja, kommen wir zu Bruce. Ja, als du gestern Abend nach Hause gekommen bist, ja, lief auf und hattest du schon von draußen, als du dich deinem Trailer genähert hast, und sahst den schon so ein bisschen wackeln. Jemanden, der aufgeregt in dem Ding hier auf und abläuft. Und als du dann eingetreten bist, ist hier quasi sofort diese junge Frau um den Hals gefallen, nämlich Anna. Und ja, es war ganz froh, dass du heil aus der Sache rausgekommen bist. Und vielleicht Ja. habt ihr euch noch was unterhalten, aber viel Zeit blieb vor dem Sonnenuntergang nicht mehr. Vor dem Sonnenaufgang. Und so stehst du jetzt am nächsten Tag auf, erwachst Genau. aus dem Tagesschlaf. So, wenn so ganz, wenn die Sonne kurz davor ist, verschwinden, habe ich gerade nochmal gelesen, mit meiner hohen Menschlichkeit, kann ich nur ein bisschen früher aufstehen. Trifft sich ganz gut, weil ich ja noch ein paar Sachen zu erledigen habe. Ist Anna denn noch da? Ja. Also wahrscheinlich, wenn ich schätze. Dann würde ich so in klassischer Miene so ganz, ganz langsam, Schritt für Schritt erst gehen, damit ich sie ja nicht aufwecke, bis er dann merkt, dass das ja eigentlich Blödsinn ist. Ja, und es gibt ja ein paar Sachen, die ich vorbereiten wollte.
Zum einen halt, ich hatte, glaube ich, noch in so einer Tüte mein Anzug und so. Da habe ich ja, heute ist ja mein frühestes erster Arbeitstag als Bodyguard. Ja. Und ja, den will ich dann nochmal komplett gerade machen, alles. Also Bügeleisen hat er jetzt nicht, aber irgendwie gerade streichen, so ein Junggesellenmanier. Und da will er halt sonst sich soweit fertig machen, weil heute ist er, glaube ich, also 22.30 Uhr. Und den Dreh hatten wir, glaube ich, ausgemacht, dass wir uns alle mal treffen in dem Pub. Beim Schoner-Pub. Und Bruce wollte halt schon mal so eine Stunde vorher sich auf den Weg machen. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Guck mal an, wie es mit der Sonne ist. Damit er noch was essen kann, weil der hat ordentlich Kohldampf. Und er kennt ja noch so ein bisschen aus. Deswegen, also ist er schon lange in der Stadt und kennt so Straßenwege und die Clubs der Stadt und so. Würde dann schauen, ob schon entweder bei so einer Kneipe, bei so einem Pub oder bei einer Disco irgendein Besoffener schon ist oder so und dann eben mal so unter die Arme greifen und dann einmal kurz ein Schlückchen sich genehmigen. Mhm. Ja, soll dir gelingen. Je nachdem, wie groß er ist, würde ich dann halt auch zwei Punkte mir dann 200 verleihen. Kannst du maximal ohne den und die Menschen genau. groß anzutasten. Ja. Das würde ich dann auch tun, soweit. Und dann, wenn noch genug Zeit ist, nochmal kurz, wahrscheinlich hat Bruce schon irgendwie Sachen wieder mitgenommen oder schon im Pub gelassen. Der kennt ja die Leute da alle. Aber ja, dass Bruce so ungefähr eine halbe Stunde vorher schon da ist, dass er das mit Karl, dem Barbesitzer, abklären kann, so dass in einer halben Stunde kommen Bekanntschaften von mir und so, und dass wir uns dann so in die hintere Ecke setzen, dass man uns nicht hören soll und so, und ist alles gut und keine Sorge machen, braucht auch nichts zu trinken anzubieten und so. Wollt ihr die Bowlingbahn unten haben? Stimmt. Bowlingbahn ist eine gute, ja, cool, können wir machen. Ich habe die lange nicht mehr angeschmissen, aber wenn ihr einen separaten Raum wollt. Ja, ich weiß auch noch, wie das geht, das hast du mir vor 2 Jahren oder so mal gezeigt. Da war sie einmal an, also einmal an dem Abend mit den Jugendlichen, danach und nicht mehr. Ja, danach waren die Kegel auch kaputt. Ja, und die Kotze war, aber egal. Ja. Ja. Aber ich denke, wenn du da unten was machst, dann habe ich keine Kotze zu befürchten. Nee, ich krieg das hin. Bin ja abgehärtet. Ich kopf das auf kannst den Bauch. Ja mal gucken, ob du die Kegel vernünftig wieder hinkriegst. Also, ja, ich gebe mein Bestes, aber bin ja nicht so geschickt. Kann ich machen. Dann gibst du mir den Schlüssel. Okay. Ja. Und mach dann fertig. Mhm. Und dann würde halt warten. Triffst Vorbereitung. Okay. Ja, ein Isaiah erwacht in seinem Büro. Genau. Isaiah erwacht und das ist der Moment, wo er merkt, okay, ich bin gestern einfach in meinem Anzug in dieses Bett reingefallen und sehe heute massivst zerknittert aus. Das ist der Moment, wo er halt denkt, okay, jetzt muss ich ein bisschen Morgenroutine mit so ein bisschen mit völlig abwesenden, routinierten Bewegungen kramt er aus dem Schrank so ein Bügelbrett und ein Bügeleisen raus, zieht den Anzug aus, legt den dahin, fängt an daran rumzumachen und fährt dann mit dem Bügeleisen über so einen matschigen Erdfleck, der von gestern noch übrig geblieben ist, wo er durch die Gegend geschmissen wurde. Und Bruce ist, scheiße. Und man sieht so, wie dann eine Minute da steht, noch eine Minute. Und dann schleudert er den ganzen Anzug zur Seite in Richtung von so einem Papierkorb, geht zum Schrank, holt einen neuen, zieht sich an und nachdem er den Gürtel zugemacht hat, geht er aus der Haustür und sucht sich ein Taxi, um zur Bar zu fahren. Mhm. Hast du ein Smartphone? Ich besitze tatsächlich ein Smartphone. Dann würde das also in dem Moment, als du die Tür hinter dir schließt, klingeln.
Ja, ich gehe an dieses Smartphone ran. Hallo. Die Nummer ist unterdrückt. Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Mr. Williams hier. Ja, ich denke, du weißt, wer hier ist. Erkenne ich die Stimme? Ja, das ist hier ein Bekannter von dir aus deinem alten Leben, nenne ich es mal. Hm. Also nicht aus deinem menschlichen Leben, sondern aus dem... Du weißt, es ist wahrscheinlich der Ghoul von deiner Sire. Oh Mann, Robert, was ist los? Wir erwarten noch einen Bericht. Ja, stress mich nicht. Die Wahl ist in einer Woche. Wir regeln das. Ich regel das. Ich hab das im Kasten. Wie steht es um die Camarilla vor Ort? Ich habe die erste Woche quasi niemanden gefunden. Jetzt habe ich... ich weiß nicht, hier geht irgendwie alles drüber und drunter. Überhaupt, wir sollten da nicht über Telefon... Okay, pass auf. Ich habe Leute gefunden, ich rede mit denen. Die erste Woche war irgendwie keine Sau da. Hier geht alles drunter und drüber, Kammerjäger etc. pp. Hör mal, Robert, das ist alles... Okay, warte, pass auf. Also ich bin vor ungefähr einer Woche, du weißt, ich bin vor einer Woche hier hin. Ich habe erstmal die Firma aufgesetzt. Ich habe erstmal mich ein bisschen umgeguckt, mich ein bisschen nach Leuten umgesehen. Ich habe niemanden direkt gefunden, aber jetzt habe ich Miss Guerrero gefunden. Veronica. Und sie hat so ein bisschen sicher das... es gibt keinen Prinzen im Moment. Das ist... Und der Prinz ist weg. Und Veronica scheint im Moment den Primogenrat einberufen zu wollen. Und im Moment ist aber, es geht alles drunter und drüber. Wir suchen noch eine Anna, die verschwunden ist. Und er haspelt so ein bisschen runter, was so dann die letzten... Dann hoffe ich, dass du im Sinne, in unserem Sinne dafür sorgst, dass einer von uns Prinz wird. Ich muss zugeben, ich habe noch niemanden... Ich habe bisher einen anderen Venture getroffen, der aber auch quasi erst seit vorgestern in der Stadt ist. Und er ist ein ziemliches Arschloch. Ich arbeite daran. Ich habe durchaus schon Signale erhalten, dass es Leute gäbe, die offen wären, über diese Position zu reden mit mir. Jedenfalls. Ich kümmere mich darum, ja. Ich bin da dran. Natürlich, ein Venture muss der Prinz. Das ist doch unsere angestammte Position. Und also, was man so richtig raushört, ist so, okay, das ist zwar der Ghoul von seiner Chefin, aber das ist halt auch so, ja, also das ist halt der Typ, der ihm halt schon irgendwie seit Monaten sagt, wo es lang geht. Und bei dem, also das ist so, das ist nicht sein Boss, aber das ist sein Manager. Und dem auf den Tisch zu scheißen, ist ungefähr genauso schlecht wie seiner Chefin auf seiner Sire auf den Tisch zu scheißen. Und deshalb macht er das halt. Das ist nicht so angenehm für ihn. Und er fühlt sich halt nicht so besonders gut nach dem, was gestern gelaufen ist. Und möchte das natürlich nicht durchblicken lassen, was da passiert ist. Gut, wir erwarten den Bericht auf üblichem Weg. Ja, sicher. Nicht, dass ich nochmal anrufen muss. Nein. Weißt du, wie viel diese sicheren Leitungen kosten? Natürlich. Heute Nacht noch. Und er nickt so vor sich hin. Und dann wieder, wenn der Bürgermeister gewählt ist. Sicher. Kleinschrittige Berichte, heißt er ja. Kleinschrittige Berichte. Robert, nach dem, was du abgezogen hast, kleinschrittige Berichte. Ja. Es tut mir ja leid, Robert. Ich weiß, dass das scheiße war. Fuck! Scheiße, Mann. Taxi. Und, Taxi. Und er tippt so in seinem Handy so zwei... so fünf Notifications für eine Stunde vor Sonnenuntergang
Reminder, so Wecker, dass er den Bericht schreiben muss. Gut, nimmst ein Taxi, wo wolltest du hinfahren? Zur Bar. Wir wollten uns an der Bar treffen, ne? Okay. Gut, Dr. Angela ist im angekommen in im Obdachlosenheim, wie immer. Die immer wieder wie ein Cowgirl angezogene Dame am Empfang. Jo, die war dann auch begrüßt. Ah, guten Abend. Guten Abend. Irgendwas Interessantes passiert. Also seit gestern. Ja, ich habe den Tag woanders verbracht und sie streckt sich so ein bisschen, auch wenn es nicht wirklich nötig ist. Das heißt, ich könnte das Zimmer vielleicht wieder haben? Wird es denn gerade unbedingt gebraucht? Naja, irgendwie kommt demnächst jemand, der mal nach dem Rechten sieht. Und wenn dann das Putzzimmer irgendwie so aussieht, als würden da Leiter übernachten. Ich muss da nochmal drüber reden. Es kann sein, dass ich die nächsten Tage komplett hier raus kann, ja. Ich wäre dir so dankbar. Ich gebe mein Bestes. Gut. Bin auch gerade dabei, schon ein paar Sachen aus meinem Zimmer rauszuholen. Für den Fall, dass ich nicht mehr so häufig oder überhaupt nicht mehr hin zurück muss. Und dann gebe ich ihr zwei Daumen hoch und gehe in mein Abstellkämmerchenzimmer. Würde dann halt auch, ja, wie gesagt, einfach so ein paar Sachen schon mal reinpacken. Ich weiß nicht, hat mein Moped irgendwie unterm Sitz so ein Fach oder sowas, wo ich Sachen reintun kann? Ja. Ja, dann würde ich mal so, ja, würde ich mal so eine Tasche packen, die da so reinpasst und da so ein bisschen Kram auch mal umziehen. Und dann möchte ich mal auf die Uhr gucken, wie spät wird es denn dann so sein? Ja, wie lohnt es sich denn direkt? Du bist dann eine halbe Stunde hingefahren, ich war fürs Zusammenräumen vielleicht 10 Minuten, weil so groß ausgebreitet hast du dich ja wahrscheinlich da nicht. Nee. Wie lang wäre es dann noch bis zum Treffpunkt, oder bis zur Treffzeit? Es ist jetzt nicht direkt nach Sonnenaufgang. Ihr habt ja da irgendwie 11.30 Uhr oder so, hattet ihr ja gesagt, oder 10.30 Uhr. 10.30 Uhr, genau. Ich kann mir gerade einfach nicht einschätzen, wie spät Sonnenuntergang ist, deswegen. Man könnte das so machen, wie der Fianz das mal gemacht hat. Man könnte mal richtig raussuchen, wann an diesem Tag die Sonne untergegangen ist. Aber ich lasse das jetzt mal. Ich sag jetzt einfach mal, dass wir irgendwie so 7 Uhr oder so haben. Oh, also doch tatsächlich noch ein ganzes bisschen Zeit. Ja. Wir haben es ja spät, also wir haben es Herbst, das heißt, es geht schon was früher unter die Sonne. Ja, dann würde ich dann damit zurück zum Hotel fahren. Selbst wenn ich die Sachen dort nicht auslade, kann man zumindest schon mal darüber reden, was wir jetzt mit dem Gefangenen tun und so. Mhm. Ja. Gut, dann fährst du zurück. Ja, dann fahre ich zurück. Währenddessen schaut Samantha Low-Brain-Fernsehprogramm. Und dann erwacht der Untote irgendwann zum Leben. Irgendwann kramt sie ihre Bücher raus, weil ihr das dann doch ein bisschen zu blöd ist. Ja. Siehst du auch immer noch die ausgebreiteten Bücher von Andrew auf dem Schreibtisch? Ja. Also da kannst du dich jetzt, also kannst du im Bett lesen, aber nicht annehmen. Gut. Und ja, er erwacht. Ja. Guten Morgen, Schlafmütze. Guten Morgen. Ich gucke mal auf die Uhr, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja. Bis wir. Wie gesagt, so ungefähr 7, wenn wir haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Brauchst du noch was zu trinken? Ich denke schon. Es war anstrengend gestern. Vielleicht nehme ich was von unserem Gast. Dann lass uns doch mal rübergehen zu den anderen. Trete drüber und der Dicke sitzt nicht mehr in der Ecke, er steht mittlerweile in der Ecke
Und ja, John steht am Fenster und schaut heraus. Habt ihr Angela gehen sehen? Ach, guten Morgen übrigens. Guten Morgen. Nee. Ist verschwunden. Wird schon wieder kommen. Vielleicht will sie sich mal umziehen oder hat sie schon ihre Sachen hier? Nein, sollte sie. Was weiß ich, was ihr da ausmacht. Dann wird sie sich vielleicht umziehen gegangen sein oder noch irgendwas erledigen. Vielleicht hat sie auch Hunger. Ich denke, wir sollten das besprechen, ob sie hier bleibt. Wir können ja nicht einfach irgendjemanden in unseren Klüngel holen, ohne das abzusprechen vorher. Nicht wahr, Adam? Andrew? Andrew. Ja. Naja, du hast sie hier schlafen lassen. Eben, und jetzt frage ich, ob das okay ist für euch. Immerhin ist es jetzt schon das zweite Mal. Für mich, ich habe damit kein Problem. Ich auch Wir haben hier nicht. Ja genügend Platz. Gut, ich denke, dann bin ich überstimmt, meint Andrew. Und es kommt nicht auf meine Stimme drauf an. Jetzt muss sie das nur noch selber wollen. Ich denke aber, wenn sie hier bei uns mitmacht, dann sollte ihr klar sein, dass sie auch so Pflichten besitzt. Ich versuche das zu regeln. Gut. Ich kann nur gerade ganz kurz sagen, das kommt gerade voll so ein bisschen wie Scar rüber, dass es für euch Pflichten noch gibt. Ja. Gut, ich gehe dann mal im Bad was trinken. Ich komme mal mit. Ich würde mir den Typen nämlich gerne mal anschauen. Ja, schaue an. Also wie es ihm geht. Der hat einen Schokoriegel gegessen und keine Ahnung, eine Sprite getrunken. Wo auch immer er die her hat. Wie viel hat Angela denn von ihm gesnackt? Angela? 2 Punkte. Was man ihm jetzt ja nicht unbedingt ansieht. Ja, ich würde ihn halt untersuchen. Mhm. Gut. Kreislauf und so. Das kann Samantha ja besonders gut, denke ich. Eben. Ne? Als ehemalige Rettungsassistentin. Ja, der hat ein bisschen, ja, dem geht's eigentlich ganz gut, aber ja, der ist ein bisschen schlapp. Andrew, vielleicht solltest du dir lieber jemand anderen suchen. Warum? Ich weiß nicht, ob... Der sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Und wir wollten ihn ja eigentlich noch zu Veronica bringen. Ah. Ich verstehe. Und eine Leiche im Badezimmer ist vielleicht nicht so eine tolle Idee. Das ist richtig. So fangen die schlimmsten Filme an. Gut, dann gehe ich mal kurz, keine Ahnung, nach unten und schau mal, was sonst noch so da ist. Sollte ich mitkommen, oder? Möchtest du mitkommen? Auto... Warum nicht? Wenn du unten nichts findest, könnten wir mit dem Auto noch irgendwo hinfahren. Wir könnten noch mal zu diesem Trailerpark fahren. Zum Beispiel. Dann lass uns ein bisschen herumfahren. Dann lass uns cruisen. Durch diese wunderschöne Stadt. Gut. Ja, Isaiah kommt relativ früh am Abend an diesem Pub an. Du warst da noch nicht, ne? Du bist das erste Mal dann da, ne? Ich bin dann das erste Mal da, richtig. Ja. Ja, dieses... Ja, den Pub haben wir schon ein paar Mal beschrieben, wie er irgendwie aussieht. Scheint auch eines der angesagteren Etablissements hier zu sein, zumindest in einer bestimmten Klientel.
Ist auch schon jetzt noch nicht so viel los. Also wahrscheinlich siehst gerade so eine Band, wie die gerade aufbauen, als du reinkommst. Wahrscheinlich gibt es da gleich Live-Musik. Siehst den Besitzer der Bar, wie der noch letzte Sachen irgendwie die Theke noch ein bisschen putzt und so ein paar Kästen mit Getränken noch irgendwie in den Kühlschrank räumt. Dich freundlich grüßt, als du eintrittst. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Die Band spielt erst in einer Stunde. Das ist kein Problem. Ich suche einen Bekannten von mir. Kappe, Bart, Bruce, sein Name. Ah, Bruce. Ja, der ist gerade in den Keller. Alles klar. Ich warte noch Schaut hier so ein oben. Ich bisschen. bin sicher. Er hat ja gesagt, dass er Besuch kriegt, aber. Ja. Beschäftigt. Sind Sie denn sein neuer Chef? Nein, 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 nein. Nein. Ich bin ja nicht, ich bin ja überhaupt nicht neugierig. Kollege. Kollege, Andere Taxifahrer. Abteilung. Andere Abteilung. Ich sag, Sie sehen nicht aus wie ein Taxifahrer. Ich fahre meistens die Limousinen. Oh, Und klar, ja. er lächelt so ein bisschen breiter und selten sagt: Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin sicher, Bruce hat noch viel zu tun. Ich warte noch auf die anderen. Ist es okay, wenn ich mich einfach da hinten in die Ecke setze? Tun sich keinen Zwang an. Könnten Sie Er vielleicht lernt hier noch. die Kerzen mitnehmen? Ja, sicher. Cool. Ich nehme so Kerzen. Hä? Ja, Was soll ich mit das sind so, die Kerzen? sind so Elektronik-Teelichter. Okay. Ich nehme so die Kerzen, ich gehe damit so einen Tisch weiter, lege die auf den nächsten Tisch und gehe einfach in die Ecke. Produktiv habe ich ungefähr die Kerzen einen halben Meter bewegt. So. Hä? Bloß nicht Nein. helfen. Nein. Wie sehe Okay. ich aus? Ja, Bruce, was machst du denn da im Keller, vorbereitungstechnisch? Ach, verdammt nochmal, das muss doch irgendwie da reingehen. Ich bin gerade so einen Kegel am Reparieren. Verdammt nochmal! Der dreht so gerade an diesem Kopf herum, probiert dann aber nicht auseinanderzudrehen. Oder da muss ja auch immer diese Schnur reinfädeln. Also, komm schon. Und streicht irgendwie so glatt und nimmt die auch mal in den Mund oder so und dann bitte das da so reinzustecken, wie so Nadel und Faden und komm schon, ich hasse sowas. Der ist gerade dabei, die Bahn zu setzen, wo so ein paar Kegel wahrscheinlich fehlen oder irgendwie kaputt sind oder so. Und ich kenne das normalerweise so bei der Kegelbahn, sind dann mal seitlich immer so eine Tür oder auch so ein paar Kästen Bier noch und so stehen. Dann ja, hat er so die Ersatzkegel noch da reingefädelt und dann hat er geguckt, ob dann ob die ganze Elektronik noch funktioniert und so. Da hat er auch mal angemacht irgendwann. Ja, daran hakt's halt, ne? Bei der Elektronik. Ja, da guckt er halt so, was geht und ob der dann immer manuell wieder hochfahren muss oder so. Ja, wenn das einigermaßen funktioniert und spielbar ist, dann Sichtswürfel, warte mal. Ja. Dann spielt er erstmal eine Runde. Alles Auf die klar. guten alten Zeiten. Aber er hat eine Uhr um, also wird dann schon wie immer mal wieder auf die Ja, Uhr gucken. ist es ja noch früh. Wer Ja, weiß ja auch genau. nicht, dass Alcea schon oben wartet. Das ist ja egal. Ja. Gut. Ja, Dr. Angela fährt zurück zum Motel. Ganz kurz Ja. zwischendurch, ich fange an, auf meinem Handy meinen Bericht zu schreiben. Gut, ja, super. Dann Ja, kannst du die also Zeit das nutzen. ist halt wirklich, er sitzt halt so in der Ecke, so vorn übergekrümmt und ist halt wirklich so mit auf so einem relativ kleinen Handy halt so. Scheiße. Sehr schön. Das heißt, ich habe immer versucht, auf dem Handy zu programmieren. Ist ultra ätzend, kann man theoretisch machen, aber so sieht das halt aus. Ich habe mal versucht, Fanfictions auf dem Handy zu schreiben. Das war schon ziemlich ätzend. Mein Beileid. Ich hasse es, längere Nachrichten auf dem Handy zu schreiben. Ich habe doch nur einmal versucht. Tja. Genau, auf jeden Fall komme ich dann wieder im Hotel an. Ja, Ich nehme merkst, dass an, das dann schon Auto weg ist? nachdem. Ja. Da denke ich mir schon, hoffentlich sind die nicht alle weg, weil sonst wäre es ziemlich peinlich, wenn ich da dann ankomme, klopfe und niemand da ist.
Aber genau das tue ich dann auch. Ich gehe dann halt wieder zum Zimmer und klopfe an. Klopf's an und der Dicke macht die Tür auf, beugt sich so ein bisschen runter, weil er ist ja ziemlich groß, damit er unten durch die Tür gucken kann. Siehst du denn diese ausdruckslose Maske, die er auf dem Gesicht hat? Oh, hallo. Hallo, Dicker. Geht's dir besser? Lässt so ein bisschen den Kopf hängen. Ja. Das wird schon, Großer. Dann hau ich dir mal so ein bisschen auf die Schulter, so freundschaftlich. Übrigens wegen gestern. Ja, du hast tatsächlich echt eine ziemlich starke Faust, muss ich dir lassen. Ich hoffe, dass das nie wieder passiert. Es ist okay. Ich hab gemerkt, dass das nicht so ganz freiwillig war. Ich hoffe, es ist nicht nochmal passiert. Gut. Ist der Rest auch noch? Ist der Rest weg? Bist du alleine hier? Andrew und ich hab gesehen, das ist Auto. Ah. Hoffentlich John nicht. John ist irgendwo bei der Rezeption. Ah, dann habe ich den wohl verpasst. Ich glaube, der wollte mit dir reden. Oho. Das geht aber schnell, du. Wieso? Ach, schon in Ordnung. Bei der Rezeption sagst du, ja? Ich glaube, dann gehe ich mal kurz gucken, ob der da noch irgendwo steht. Bin gleich wieder da. Und, Tschüss. Dann. dann gehe ich wieder runter und gucke, ob ich den da irgendwo sehe. Ja, kommt dir gerade entgegen. Oh, Angela. Mich gerade vorbeigelaufen, oder was? Ja, der ist halt irgendwie unten als in der Rezeption verschwunden, kommt jetzt halt wieder hoch. Ja. Und kannst ihn jetzt sehen. Ich habe nur was zu trinken gesucht. Ach so. Ja, ich hab schon die Gunst der Stunde ergriffen und ohne Nachricht einfach verschwunden. War nur schnell beim Obdachlosenheim und hab mich umgezogen und ein paar Sachen gepackt und so. Steht dir ausgezeichnet. Dankeschön. Und ich glaube, so ein bisschen mehr runter. Ich habe wieder ein Kleid an. Dieses Mal ein ziemlich weit ausgestelltes schwarzes Kleid mit so ein bisschen unten an der Borde so ein paar Verzierungen und sowas. Insgesamt für meine Verhältnisse schon relativ schlicht, aber viel Bewegungsfreiheit und so. Ja. Der Dicke meinte, du willst mit mir reden. Ja. Es hat sogar Kragen. Okay. Wollte ich. Aber am besten drin. Alles klar. Als ihr drin seid, so, wir haben eben eine, Taschen, ja, hast du Zeug mitgebracht? Nee, die Taschen, die sind noch in meiner, ach so, in sind noch unten. Okay. Dem Moped-Ding. Okay, alles klar. Die sind noch unten. Gut, wir haben eben in unserem Klüngel eine Abstimmung gemacht und ich wollte nur sagen, du kannst hier bleiben, wenn du magst. Mit hier meinst du das Hotel oder? Eigentlich dachte ich eher, dass du dich unserem Klüngel anschließt. Man merkt, dass hier so ein bisschen zögert. Ich finde das richtig lieb von euch. Ich glaube, ich möchte mir das aber erst nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mein letzter, und ich mache halt so Anführungszeichen mit den Fingern, Klüngel, hat nicht so gut funktioniert. Du hattest schon mal einen Klüngel? Ja, nicht wirklich, aber mein Sire halt. Das war das Nächste, was an einem Klüngel halt da war. Ach so, ja gut. Das ist ja kein richtiger Klüngel gewesen. Das war ein Arschloch. Nee. Ja.
Also, wir hier, wir vier. Ja. Wir passen aufeinander auf. Das ist die Regel. Das hört sich nach einer guten Regelfeinklinge an. Ja. Und wir waren uns eigentlich einig, dass wir auch auf einen Fünften aufpassen können. Und naja, wenn der Fünfte auch auf uns aufpasst. Man sieht, wie ich so einen auf hier Bizeps zeigen und so mache. Ne? So, oh ja, ich bin auf jeden Fall stark genug, um mal auf euch alle aufzupassen. Das glaube ich auch. Nachher ein wenig selber darüber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was ich mit der Aussage vom Dicken anfangen soll, deswegen lache ich einfach nur drüber. Wie gesagt, ich würde da gerne eine Nacht drüber nachdenken, wenn das okay ist. Kein Ding. Nur, ja. Gut. Man merkt, er kommt damit gerade so ein bisschen, ja. Er hat mit dieser Reaktion nicht gerechnet. Nicht gerechnet. Gut, ja, dann ist ja noch früh. Was machen wir denn jetzt noch so? Ich guck auch noch mal auf die Uhr. Keine Ahnung. Der Dicke geht zum Fenster. Was habt ihr denn so gemacht, bevor das alles so losging? Also ich habe was getrunken. Ich auch. Nein, ich meine jetzt so generell so mit eurem Klüngel, auch wenn die Hälfte jetzt irgendwie nicht da ist. Ach so. Naja, was man halt so macht in unserer Gesellschaft. Ja, das ist, glaube ich, so das größte Problem, weil als ich noch mit Adam unterwegs war, haben wir halt Chaos gestiftet. Party so gemacht. Ja, das... naja, das haben wir wohl eher nicht gemacht. Das dachte ich mir. Obwohl uns einige vorgeworfen haben, wir würden Chaos stiften, deswegen sind wir auch aus Sacramento weg. Ich feiere das gerade ein bisschen einfach. So dieses, naja, wir haben das gemacht, was wir immer in unserer in der Vampirgesellschaft so machen. Ich bin seit 2 Tagen Vampir. Ich habe keine Ahnung, was man normalerweise in der Vampirgesellschaft macht. Naja, ein bisschen länger ist sie ja schon Vampir. Ja, überspitzt gesagt. Ja, also so wie ich Andrew verstanden habe, will er hier bleiben. Also bevor Sam gekommen ist, haben wir ziemlich lange nach Zeug gesucht. Wir sind von Stadt zu Stadt gefahren und haben sehr viel Zeit in Büchereien verbracht und in Museen. Es war sehr langweilig. Auf der Suche nach irgendwas Bestimmtem, nehme ich an. Das hört sich auf jeden Fall... Ja, Adam ist okay, nein, der sucht immer so Mystik-Kram. Ich meine, hey, es ist ein Hobby, ja? Besser als das, was ich wahrscheinlich die letzten 2-3 Monate gemacht habe. Kann ich nichts gegen sagen. Habt ihr schon euch überlegt, wann ihr das mit, und ich mach so eine Geste Richtung Badezimmer mit unserem Gefangenen machen? Ehrlich gesagt, nicht. Irgendwann wollen wir, also ich meine, wir können ihn heute irgendwann abliefern, denke ich. Ich glaube, es wäre eigentlich am besten gewesen, wenn wir das vielleicht vor dem Treffen mit dem anderen Vampir machen. Weil ich würde den nicht zu lange da gefesselt lassen. Ja, dann lass den doch eben dahin bringen. Ich meine, die anderen sind dann nicht da, aber macht ja nichts.
Dann streichen wir die vielleicht... streichen wir einfach ein, was uns zusteht. Und am Ende gibt's Ärger. Nur für uns. Gibt kein Ärger. Hast du vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, die irgendwie zu kontaktieren? Du hast nicht Smartphones oder so? Nee. Aber sie sagt ja, dass wir sie in dieser Kirche treffen sollen. Nee, ich meine jetzt Andrew und Samantha. Ach so. Ja, nee, Andrew hat kein Smartphone mehr. Seit Sacramento. Okay. Ich glaube, Samantha hat eins. Aber ich weiß nicht, weiß nicht, ob welche Nummer sie hat, wenn sie noch eins hat. Ja. Also Andrew hat ihr gesagt, sie darf keins haben, aber wer weiß. Ich traue ihr nicht, du weißt. Hat einen ganz schlechten Einfluss auf Andrew. Ich weiß nicht, ob du momentan das schon mitgekriegt hast, aber der ist immer so melancholisch drauf, guckt aus dem Fenster, auf die Hügel. Das hat er früher nicht gemacht. Okay. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich nicht sehe, dass Samantha irgendwas tut, vor allen Dingen nichts beeinflussen, aber wenn er früher anders war, das kann ich halt schlecht einschätzen. Ja, er war cool früher. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass er nicht immer so komisch drauf war, weil wenn das irgendwie komisch. Ich auch. Okay, immerhin. Aber na gut, wenn die nicht da sind. Vielleicht ist es wirklich das Beste, wenn wir dann jetzt einfach zu Veronica bringen. Ja, und dann sagen, kriegen wir bestimmt irgendwie Lob oder sowas. Und hey, das kann nur gut gehen. Die Frage ist nur, wie bringen wir ihn am besten hin? So ohne das Auto? Wäre ein bisschen komisch, wenn wir einen geknebelten, gefesselten Kerl durch die Straßen ziehen. Das stimmt. Wir haben das Auto nicht. Wir könnten uns ein Auto leihen. Aber das dauert, bis das hier ist. Ja. Ein Taxi wird zu auffällig, denke ich. Auf deinem Moped wäre auch ziemlich auffällig. Mhm. Ich kann ihn tragen. Aber das ist auch auffällig. Hier, aber sind hier diese Nosferatu nicht irgendwie gut da drin, unauffällig zu sein? Ja. Reicht das, um unauffällig zur Kirche war das, richtig? Ich denke... Friedhof, Kirche? Ich denke nicht, nein. Kein Risiko bei sowas. Okay. Ich denke, wir haben gestern schon genug Aufmerksamkeit auf uns erlegt, auf diesem komischen Fest da. Was habt ihr da überhaupt gemacht? Genau. Du bist da irgendwie rumgelaufen, naja, hast du da was von diesem Malcolm erzählt? Und dann auf einmal sind alle weggelaufen. Ja, dass der Dicke ausgerastet, das hast du ja mitbekommen. Ja, ich habe ihn ja auch wieder eingefangen. Genau. Weißt du generell, was da noch passiert ist? Ihr habt ja irgendwie was gesagt von wegen Kampf und so. Aber ja. Also, um es kurz zu machen. Wir haben halt diese Anna gefunden, zusammen mit dem anderen Vampir, mit dem wir uns treffen wollen. Der Bruce hieß der oder so. Und Isaiah, der Dummbatz, wie er ist, hat halt versucht, sie einfach zu konfrontieren. Das ist einfach hingegangen, so, hey, ich will mit euch reden. Und das fanden die halt so voll uncool, weil die irgendwie scheinbar bemerkt haben, dass da irgendwie jemand hinter ihnen her ist oder sowas in der Art. Und dann ist irgendwie Kampf ausgebrochen. Ich habe versucht, irgendwie einzuschreiten. Der Dicke war zum Glück auch da, weil ich glaube, wenn der nicht da gewesen wäre, wären wir sowieso alle zu bereit oder na, ziemlich zerkratzt worden oder so, wie diese Anna da aussah. Und die hat halt, keine Ahnung, irgendwas getan, dass er ausrastet und dann ist sie weggelaufen. Und der Deck ist halt weiter ausgerastet und ist halt ja, das zu hat er dem erzählt. Fest. Genau. Genau, und das ist halt Richtung des Festes gegangen. Und es wäre vielleicht uncool gewesen, wenn da zu viele Leute noch gewesen wäre. Und deswegen habe ich diesen Malcolm erwähnt. Genau, da warst du ja dabei.
als wir über den erfahren haben, dass der existiert, dass alle Angst vor dem haben. Aber jetzt, deswegen dachte ich mir so, hey, krass, dass die alle weggelaufen sind, als du das gerufen hast. Die scheinen auch alle echt krass Angst vor Malcolm zu haben. Hm. Würde mich echt interessieren, warum. Ich frage, was das für ein Kerl ist. Ne, das denke ich mir auch. Ja. Scheint ein interessanter Kerl zu sein irgendwie. Wenn alle so Angst vor dem haben. Kann ja nicht normales sein, so. Weiß nicht. Vielleicht ist da auch einer von uns. Möglich. Ich meine, so viele Leute haben wir ja noch nicht kennengelernt hier. Mhm. Bin gespannt. Bin auch dafür, dass wir irgendwie vielleicht gucken, dass wir den kennenlernen oder so. Na gut, also tragen ist keine Option. Also das Einzige ist, wir könnten ein Auto mieten. Ich gehe nochmal nach unten an die Rezeption. Oder wir warten, okay, bis Sam und Andrew wieder da sind. Das können wir auch machen, aber allerdings wissen wir nicht, ob wir überhaupt noch... Wir wissen vor allen Dingen auch überhaupt gar nicht, ob die noch hierher zurückkommen, bevor wir uns treffen wollen dort. Das stimmt. Im Pub. Ich gehe mal. Okay, mach das. Bin mir sicher, du hast da auch so deine Methoden. Klar. Gut. Sam und Andrew im Auto auf zum Trailerpark. Seid im Trailerpark. Ich würde vielleicht nicht gerade in die Ecke gehen wollen, wo Frank? Wie heißt er? Henry. Henry heißt Henry. Er, oder? Ja, der Prepper. Genau. Sollte irgendwie eine andere Ecke vom Trailerpark aussuchen. Mhm. Ja, der Typ, der beobachtet zu viel. Ja. Und dann würde ich so langsam mal durchfahren, gucken, ob ich was finde, was sehe, was Andrew gefallen könnte. Ja, der schaut doch schon so die ganze Zeit, irgendwie ist das, wie können die Menschen hier so leben? Wenn sie nicht viel Geld haben. Ah. Manche scheinen das ja auch wirklich zu mögen, so zu leben. Meinst du? Kann ich mir nicht vorstellen. Warum nicht? Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Solche Trailerparks gibt es ja viele in den USA. Also. Ach. Fürchterlich. Wie wär's da hinten mit dem Pärchen da? Ich habe keinen Hunger. Ach ja. Dann warte hier. Sei vorsichtig. Immer. Steigt aus dem Auto, nähert sich dem Pärchen. Die verschwinden hinter einer Ecke. Ja, dann... Ein paar Minuten später kommt er alleine wieder. Alles glatt gegangen? Ja. Gut. Dann war aber nicht besonders lecker. Also nächstes Mal nicht mehr hierher fahren. Vielleicht das nächste Mal eher in einem, keine Ahnung, etwas gehobeneres Viertel oder so. Das hätte ich mir eigentlich vorher wissen, denken können. Und du meinst, in dieser Stadt gibt es ein gehobeneres Viertel? Naja, das Hotel, in dem wir zuerst waren, das war doch, also dieses, wo die Veranstaltung war. Ja, gut. Aber ich glaube, da haben wir es dann direkt mit den ganzen wirklich einflussreichen Persönlichkeiten dieser Stadt zu tun. Das ist vielleicht auch nicht so ganz schlau. Wieso? Falls da irgendwas schief geht. Was soll schief gehen? Du dich nicht im Griff hast? Oder uns jemand sieht? Jemand uns sieht? Ich mich nicht im Griff habe. Nein. Also, das, was uns gestern eins gelehrt hat, dann bin ich nicht derjenige, der sich nicht im Griff hat. Ja, der Dicke ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich denke nicht, dass er was dazu konnte. Das kannst du besser beurteilen wie ich.
Ich kenne mich noch nicht gut genug aus. Diese Anna muss ziemlich stark sein, wenn sie das gemacht hat, was ich denke, was sie gemacht hat. Ich frage mich, warum sie gesucht wird. Du dich nicht? Doch. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, Veronica hat ja erzählt, unsere Informationen, die wir über sie rausgekriegt haben, vielleicht nicht sogar mehr wert sind als das, was wir dafür bekommen. Ich würde auf alle Fälle gerne mal mit Bruce reden. Wir wissen, wo er wohnt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, da jetzt nochmal hinzugehen. Lass uns lieber zu diesem offiziellen Treffen in den Pub gehen und dort mit ihm reden. Ich weiß nicht, ob es gut wäre, ihn jetzt noch weiter zu bedrängen. Aber dann ist dieser Ventru wieder dran und kriegt alles mit. Mit dem wirst du doch fertig werden, wenn er ein Problem macht. Ja, mit Sicherheit, aber ach, egal. Was? Sag. Sag, was du sagen willst. Ich bin's leid, irgendwie Leute immer herumschubsen zu müssen. Und dieser Isaiah ist jemand, der geradezu danach verlangt, herumgeschubst zu werden. Ansonsten bewegt er sich keinen Schritt. Ja, trotzdem, ich weiß nicht, wir sind Bruce schon neulich hinterhergefahren und er war nicht gerade gut drauf. Und das gestern wird, glaube ich, zu seiner Laune nicht beigetragen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich schlau ist, jetzt hier nochmal bei ihm vorbeizuschauen. Du hast ja recht, wie immer. Ich bin aber auf alle Fälle der Meinung, bevor wir dieser Veronica irgendwas erzählen oder diesen Typ da aus dem Badezimmer hinschaffen, sollten wir uns erstmal nochmal besprechen. Oder vor allem auch mit Bruce sprechen. Ja, das denke ich auch. Ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache. Ja. Vielleicht sollten wir schon was früher zu diesem Pub fahren. Vielleicht kriegen wir dann noch ein Gespräch mit Bruce, bevor die anderen da sind. Wir sollten nur den anderen vielleicht irgendwie Bescheid geben. Dass wir da hinten ist eine Telefonzelle. Ursprünglich zurückkommen wollten, jetzt aber beschlossen haben, direkt schon mal meinst du hinzufahren. Oder noch was erledigen müssen und dann nochmal sie beim Hotel abholen oder so. Meinst du, die geht noch? Lass es uns probieren. Gut. Ja, dann blenden wir hier wieder aus, weil die Telefonzelle wird, funktionieren, aber Angela, John und der Dicke sind ja schon abgehauen. Tja, kommen wir noch mal zu Isaiah, der sich da irgendwie tippend in seinem Eckchen befindet. Also erstmal, ne? Wenn er sehr sowas jemals spitz kriegt. Tja. Zum Glück ist er im Moment völlig unwissend. Ja. Telefonzellen 2018. Ja, es gibt noch Telefonzellen, D-Rex. Ich bin ja enttäuscht, dass du das nicht weißt, dass es noch welche gibt. Es sind nicht mehr viele, aber es gibt noch welche. Vor allen Dingen in Amerika, in irgendwelchen Kleinstädten, wo nie jemand irgendwas wegmacht. Ja. Ja, und Isaiah sitzt da und tippt auf seinem Handy rum. Und mach mal kurz einen Wurf auf Wits und Awareness. Jawohl. Dein Spezialgebiet, wie ich gerade sehe hier. Geht so, ne? Geht so. Mal ganz leisure 2d10 übersetzen. Locker, ein Success. Krieg alles mit. Alles.
Alles. Alles. Ja, da stromert ein Kater herum in dem Etablissement und setzt sich dann ganz auffordernd so dir gegenüber hin und schaut dir die ganze Zeit irgendwie zu. Mhm. ich halte ihm so meine Hand hin so zum Schnuppern. Okay, wow. Wenn das so ist, dann halt nicht. Ich dachte, du willst gestreichelt werden. Und also er packt so das Telefon weg und guckt auf die Karte so ein bisschen so. Versucht ihn so zu streicheln, aber ohne gebissen zu werden. Buckel. Ja, dann kommt eine ältere Dame irgendwie in den Pub rein. Und hier bist du. Habe ich dich doch wieder erwischt. Geht zu dem Kater. Ist das ihre Katze? Nicht so richtig. Also inzwischen glaube ich schon. Ich weiß noch nicht genau, was er für einen Status hat. Wie kann das denn sein? Naja, ich passe auf ihn auf für einen guten Freund. Okay. Scheint nicht so zutraulich zu sein, oder? Mag mich persönlich nicht. Auch eigentlich schon. Also. Ich halte wieder so meine Hand dahin. So. Das muss wohl an mir liegen. Mag vielleicht keine Menschen in Anzügen, ne? Und dann lache ich so. Ja, es ist so lustig. Leute mögen keine Menschen in Anzügen. Vielleicht. Sehr eigen. Knutzen übrigens mein Name. Ich habe sie hier noch nie hier gesehen. Sind sie neu in der Stadt? Williams, mein Name, Isaiah Williams. Ja, neu. Vor einer Woche hergezogen quasi. Endlich verwirrt sich mal jemand gut aussehendes und gehobenes in dieses Etablissement. Ich hoffe, Sie schmeicheln mir. Sie haben nicht zufällig ein paar Freunde, die Sie mitbringen können. Ich bin leider ganz allein hergezogen. Ich muss eigentlich noch Freunde finden. Aber sehen Sie, deshalb kommt man ja in Bars so wie diese, um ein paar gute Freunde zu finden. Ah. Ja. Sie spielen nicht zufällig Halma. Ich glaube, meine Mutter hat es mal gespielt. Und oder Canasta. Canasta kann ich. Canasta kann ich. Ah, wissen Sie, das ist gut. Weil ich und meine Freundin brauchen noch eine Person für den Canasta-Abend. Morgen Abend. Sie, sehr gerne. Meine Urgroßmutter kommt aus Ungarn. Die hat immer Canasta gespielt. Prima. Also, ja, dann, gut, dann, haben Sie was zu schreiben für die Adresse? Ja, sicher. Geben Sie mir. Prima. Ich sag den anderen Bescheid und dann, es gibt auch Eierlikör. Ich bin kein großer Trinker, aber machen Sie sich da keine Sorgen. Und Kuchen. Wundervoll, wundervoll. Ich lächle so. Kann ich Sie auch telefonisch erreichen? Natürlich, ich schreibe eben die Telefonnummer dazu. Mhm. Ach, die werden sich freuen. Einen jungen, gut aussehenden Mann zum als Canasta spielen. Also das findet man ja heutzutage gar nicht mehr. Ach was, die schmeicheln mir. Siehst du, Karl, der Mann hat Geschmack. Glaub mir, es gibt Gründe, warum der Bruce nicht hingegangen ist. Es könnte auch sein, dass das eine einmalige Sache ist. ich schreibe mir auf Canasta um 8. Ja, sehr schön. Canasta um 8, ja. Gut, super, Sie kennengelernt zu haben, Mr. Warren. Williams. Williams. Warren war der andere. Ach ja. Bin ein bisschen vergesslich. Manchmal mit Namen. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Das passiert den Besten. Gut, ja. Dann gehen ich und Boogie mal an die Arbeit. Also nicht wirklich die richtige Arbeit, aber Karl kriegt. Boogie heißt der Kleine und hält noch so die Hand hin. Der mag mich wirklich nicht. Nein, ich glaube nicht. Warum auch immer. Eigentlich mag er fast jeden. Ich konnte noch nie wirklich gut mit Tieren. Ach, das ist aber schade. Aber mit Hunden können sie gut, oder? Betsy hat einen Hund, den bringt sie immer mit zum Canasta-Spiel.
Wir können es ja versuchen. Das ist aber auch ein verzogenes Biest. Ja. Hunde. Kennen Sie diese kleinen mit den Schnauzen, die so eingedrückt sind? Ja, ja. Ich beug mich so ein bisschen zu ihr vor, also mit so einer Verschwörung, wie man sage. Sie wissen ja, wie der Herr so es geschehen will. Nee? Ja, genau, richtig. So, aber jetzt muss ich rüber, weil ohne mich an der Bar kriegt der Karl das da nicht hin. Dann vergisst er immer die Deckel abzurechnen und so. Ja, ja. Irgendjemand muss ihm das ja sagen. Außerdem brauche ich meinen täglichen Cocktail. Sie wissen ja, ein Schnaps am Tag. Bleiben Sie noch hier für die Band? Karl bleibt der Sarg. Bestes Country in Western. Ich weiß nicht genau, wie lange ich bleiben kann. Ich habe noch ein geschäftliches Treffen gleich und oh, natürlich. Mal schauen. Falls Sie noch da sein sollten, werde ich Sie zum Tanzen auffordern. Bester Square Dance. Square Dance kann ich. Vielleicht. Sie werden mir immer sympathischer. Ein kleines bisschen Walzer ein. Ich glaube, das spielen Sie nicht. Wissen Sie, ich sage immer, Walzer kann man auf alles tanzen, was ein Viervierteltakt, Dreivierteltakt, Viervierteltakt, Viervierteltakt hat. Das ist richtig. Ja, Dreivierteltakt. Gott, so lange her, dass ich getanzt habe. Schön, schön. Ich freue mich. Ich tapper drüber zur Theke. Kneift diesem Barkeeper so ein bisschen in die Wange. Ja. Holt dann so ein Taschentuch raus und schmiert ihm so ein bisschen, putzt ihm irgendwas von der Stirn ab. Also er lehnt sich jetzt zurück, das hat ihn irgendwie, das hat ihn beruhigt, so einfach normal mit Menschen zu interagieren. Das ist einfach so sein Ding. Ein Stück Normalität nach diesem verrückten Vorkommnis des letzten Tages. Bringt ihn einfach ein bisschen runter und lässt jetzt auch das Handy beiseite und okay. Das passt schon. Ich krieg das schon auch hin, im Laufe des Abends den Bericht fertig zu schreiben. Das meiste ist sowieso. Das passt schon. Gut. Dr. Angela ist unterwegs mit den anderen an einem geliehenen Wagen, einem großen SUV, mit Ladefläche. Und Fahrt Richtung Kirche. Ja, genau. Ich weiß, der Dicke ist ja auch mit dabei, oder? Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich lasse den Beifahrersitz, ich nehme an, John fährt. Oder andersrum, wie auch immer. Auf jeden Fall sitze ich dann hinten nicht mit. Okay. Dann sitze ich hinten mit unserem Tipsy. Man merkt, dass ich nicht ganz eigentlich so glücklich mit der Situation bin, weil, ich weiß halt auch, dass ich ihn jetzt quasi den Löwen zum Fraß vorwerfe. Ich glaube, das lasse ich tatsächlich auch mal verlauten. Irgendwie bin ich mir doch nicht mehr so ganz sicher, ob das die beste Idee ist. Ob was die beste Idee ist? Den armen Kerl hier zu Chefchen zu bringen. Wieso? Ich weiß nicht. Warst du noch die Erste, die es verlangt hat, dass wir den auslassen? Ja, ich weiß. Nur irgendwie kommt mir alles sehr, sehr seltsam vor mittlerweile. Auch mit seltsam. Rotschopf und so. Man merkt, dass ich extra keinen Namen nennen möchte. Es ist halt komisch, dass hier gesucht wird und warum und Naja gut, da hat der Typ ja nichts mit zu tun. Das stimmt schon, ja. Und irgendwie ist er halt ja auch gefährlich wegen dem, was er mitbekommen hat. Wir beseitigen ein Sicherheitsrisiko. Was?
Wie reagiert das Sicherheitsrisiko denn da drauf, wenn wir über ihn als Sicherheitsrisiko reden? Das habe ich erwartet. Na, wirklich eine andere, ich weiß nicht, was Besseres fällt mir halt auch nicht ein, was wir tun können. Das auch nicht, mich. Und außerdem sind wir schon da. Ja, du hast recht. Hey, das wird super. Wenn wir den jetzt abliefern, haben wir erstmal einen Stein im Brett bei der Tussi. Hoffentlich. Ich würde dann aber eventuell den ersten Mal im Auto lassen und alleine halt suchen, wo man Veronica finden kann. Ja. Hey, Dicker, pass auf den Kerl auf und wir gehen rein. Okay. Hat Veronica irgendwas gesagt, von wegen, wo genau man sie dort finden kann? In der Kirche, hat sie gesagt. In der Kirche, ne? Okay, dann ja, gehen wir halt erstmal rein, gucken uns um, ob wir überhaupt rein können, ist die offen? Ja, die ist offen, ja. Okay. Ja. Dann halt erstmal reingehen, gucken, ob man die irgendwo sieht. Man sieht, dass John so einen ganz vorsichtigen Schritt über die Schwelle geht. Sich so anguckt und sich rum. Ach, gut. Ja, ansonsten sieht die Kirche von innen aus wie eine alte katholische Kirche. Ja. Holzbänke. Ein Hochaltar im Stein. Ist irgendwer, der aussieht, als würde er dort arbeiten oder so? Es sind gerade keine Leute zu sehen, ne? Eventuell ist da irgendwie ein Pfarrhaus oder so, wo man nachfragen könnte. Wenn dann nebenan, ne? Ja. Weil wenn da niemand ist, dann... Ich will auch nicht in der Küche rumbrüllen oder so. Ich glaube, das käme komisch. Mal in der Sakristei einfach nachsehen oder so. Oder so, zumindest mal anklopfen. Hallo? Irgendjemand hier? Ja, kommt nach ein paar Sekunden kommt jemand aus der Sakristei. Irgendwie, so ein Rollkragenpulli an. Jeans. Und so Westernstiefel. Oh. Guten Abend. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Entschuldigt die Störung. Wir suchen eine junge Frau namens Veronica. Uns wurde gesagt, wir könnten sie hier finden, eventuell. Und Sie sind? Mein Name ist Angela. Ich bin vor kurzem hier hergezogen und sie hat mir ihre Hilfe angeboten. Ah, gut. Ja, ich glaube, ich kenne sie. Schaut dich so an. Ich setze mein strahlendes Lächeln auf. Habe ich sie nicht schon mal im Obdachlosenheim gesehen? Ach ja, eine Bekannte von mir arbeitet dort. An der Rezeption sitzt sie meistens. Deswegen kann es sein, dass sie mich da mal gesehen haben, als ich mit ihr geredet habe. Ah, ich wusste es. Ja. Einen Augenblick bitte. Verschwindet wieder. Gerne, danke. Scheint ein ziemlich gutes Gedächtnis zu haben, der Kerl. Gruselig. Ich finde Kirchen ja generell gruselig. Schaut sich so. Kannst du dir vorstellen, dass sich Leute hier drin wohlfühlen? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass Kirchen für sehr viele Leute sehr wichtig sind. Kann ich nicht so ganz richtig nachvollziehen, aber viele meiner Patienten haben in Kirchen sehr viel Mitgefühl und Hilfe bekommen, deswegen kann nicht, ich da nichts Schlechtes. Warst du nicht Dingens? Ärztin? Gynäkologin? Das macht ja nichts. Naja, gut. Ich wundere mich immer nur, worüber Patienten so mit ihren Ärzten sprechen. Ach, das willst du überhaupt gar nicht wissen. Das glaube ich auch. Ah.
Ja, es dauert ein paar Minuten, dann kommt der Kerl wieder mit der guten Veronica, die mal wieder so ein, also ihr habt sie ja beim letzten Mal gesehen, da trug sie ja auch ein etwas aus der Mode gekommenes Kostüm. Auch das trägt sie jetzt wieder, sowas ähnliches. Nicht dasselbe, aber so ähnlich geschnitten. Sieht dann ein bisschen so aus wie aus dem letzten Jahrhundert vielleicht, so vom Schneiderstil her. Oh. Schau mir das an und denke mir so, also anders kombiniert wären einige von den Sachen so Retro-Style-mäßig bestimmt ziemlich cool, aber so zusammen sieht das schon echt kacke aus. Aber ich sag natürlich nichts. Ich hätte nicht damit, schönen guten Abend. Ich hätte nicht damit gerechnet, euch hier so. Habt ihr irgendetwas, was ihr von mir braucht? Quasi eher andersrum, mehr oder weniger. Aber vielleicht sollten wir das lieber privat besprechen. Oh, natürlich. Folgt mir. Geht so quer und führt euch dann in die Krypta der Kirche herunter. Ich denke, hier sind wir unter uns. Ja, wir haben draußen jemanden, der einen Maskeradebruch mit angesehen hat von wahrscheinlich der Person, die wir suchen für euch. Von Anna. Wahrscheinlich, ja. Die Beschreibung passt auf jeden Fall. Rothaarig, klein, offensichtlich ein Vampir. Ein Zeuge. Ja. Der einzige Zeuge. Alle anderen sind tot, laut seinen Aussagen. Sie hat wohl einen kleinen Ausraster an einer Bar gehabt. So eine Rockerkneipe, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, ich hörte davon. Ja. Ich habe eigentlich die Anarchen dafür verantwortlich machen wollen. Bringt ihn her. Ja, dann würden wir das mal tun. Zusammen mit dem Dicken würden wir ihn dann halt, na. So, und du hast also was gesehen. So ist er schon die ganze Zeit drauf. Verständlich, oder? Schon. Du hast Anna gesehen, also in dieser Kneipe. Gut. Ich danke euch, dass ihr diesen Zeugen hier gebracht habt. Das hilft mir auf jeden Fall ziemlich weiter. Habt ihr denn Anna sonst schon gefunden? Wisst ihr, wo sie ist? Wir haben ein paar Hinweise, aber nichts Konkretes Oh, was für bisher. Hinweise. Moment, da hat was komisch geknackt. Hört ihr mich noch? Ja. Okay. Wir haben sie in Begleitung einem anderen, wahrscheinlich auch Vampir gesehen und wir glauben zu wissen, in was für einer Ecke er wohnt. Ein anderer Vampir. Ja, möglicherweise. Ganz, ganz hundertprozentig sind wir uns aber noch nicht. Wir gehen der Sache aber nach. Hoffentlich haben wir in den nächsten Tagen mehr Informationen. Die ganze Sache mit der Bürgermeisterwahl geht aber ja, habe ich Ich gehört schon. habe in der Zeitung gelesen, dass da jemand ziemlich Spektakel angerichtet hat. Nun, wir werden sehen, ob das reicht. Aber es ist ein guter Hoffen wir mal. Ansatz. Bisher Wir tun unser Bestes. bin ich durchaus beeindruckt. Ich mach so ein ja, Fake-Salutieren einfach. Hoffentlich haben wir bald alles geregelt. Das hoffe ich auch. Gut, vielen Dank. Und sonst noch? Gerne, wir tun. Ne, ansonsten, wir tun nur unseren Job. Also,
Ja, wir tun unseren Job, ja. Schönen Abend noch. Ich glaube, er möchte fragen, ob es irgendwelche Boni für den Kerl gibt. Das habe ich so nicht gesagt. Aber Oh, vielleicht gedacht. eine Belohnung. Vielleicht. Was schwebt euch denn vor? Ich schau ihn so an. Du hast mehr Ahnung von so Deals. Ich glaube, es wird die Zeit kommen, wo wir einen Gefallen brauchen oder sowas. Und was Kleines vielleicht. Ich meine, eine Hand wäscht die andere und so. Sicher. Sehr Der gut. John grinst. Sehr gut. Dann, wie gesagt, wir melden uns nochmal für den Fall, dass wir mehr herausgefunden haben. Ansonsten suchen wir jetzt am besten weiter. Tut das. Ich hoffe, ihr Ja. findet sie schnell, weil wenn sie einen Maskeradebruch begangen hat, können wir da nichts. Nun ja, vielleicht behaltet ihr das erstmal für euch. Ich mache so ein verschlossene hoppala, Reißverschluss Motion über meine Lippen. Wir können, glaube ich, in der jetzigen Situation, wo uns der Anführer fehlt, das nicht gebrauchen, dass jemand durch die Stadt läuft und Maskeradebrüche begeht. Schon gar nicht jemand, der eigentlich wichtig ist für uns. Ich glaube, einen Maskeradebruch kann man nie gebrauchen. Das ist richtig. Ich hatte gerade angefangen, damit die Anarchen zu beschuldigen. Es war so gut, es hätte so gut gepasst. Schade. Aber gut, was nicht, naja, was die anderen nicht wissen, macht sie ja jetzt nicht, ja. Naja. Ich wünsche dann noch einen schönen Abend Gleichfalls. und damit würde ich dann mit dem Dicken und John im Schlepptau wieder Wieder verschwinden, ja. verschwinden. Gut. Zufälligerweise kommt ihr zur gleichen Zeit wieder zurück zum Hotel, wo Samantha und Andrew auch zurückkommen. Und ja, ihr trefft euch dann auf dem Parkplatz quasi. Ah, wo wart ihr denn so lange? Was trinken? Der Typ in der Badewanne, das war mir zu heikel, von dem noch was zu nehmen. Ja, das ich hätte wahrscheinlich irgendwo eine kleine Notiz hinterlassen sollen. Stimmt, da habe ich nicht dran gedacht. Aber es ist Naja. egal. Jetzt ist er nicht mehr da. Wie? Er ist nicht mehr da. Ja. Wie wir ausgemacht haben, Veronika kümmert sich um ihn. Ihr habt ihn jetzt einfach so zu Veronika gebracht. Wir haben gestern ausgemacht, dass wir ihn zu Veronika bringen. Und weil ihr nicht da wart, haben wir das halt allein übernommen. Aha. Meint ihr nicht, dass es vielleicht noch mal gut gewesen wäre, das nach den ganzen Ereignissen des gestern Abends noch mal in Ruhe zu besprechen? Vielleicht. Mit welcher Art Ausgang denn? Sie hat sich sehr interessiert kundgetan und ja, wird er jetzt weiter nachforschen, was genau er denn gesehen hat. Mehr wissen wir nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Anna, wie auch immer, wohl ziemlich wichtig für Veronika, vielleicht die Kamerella, ich weiß es nicht, zu sein scheint. Und dass sie sehr, sehr betrübt, na, ich mache wieder so Anführungszeichen darüber, ist, dass sie wohl schuld an dem Massaker war, weil eigentlich wollte sie das den Anarchen anhängen.
Vielleicht hättet ihr gerade deswegen auf uns warten sollen. Weil ich Jetzt, bin es ist zu allmählich. spät. Ich traue diese Veronica nicht so ganz. An der Geschichte ist irgendwas faul und ich hätte eigentlich gerne zuerst mal mit Bruce geredet, bevor wir jetzt irgendwelche weiteren Schritte machen. Nun, sie weiß noch nicht mehr über Anna. Also, ich habe extra nicht gesagt, dass wir von Bruce mehr wissen, dass wir uns mit ihm treffen. Das heißt, da hat sie keine Ahnung von. Wir werden immer noch mehr als genug Möglichkeiten haben, darüber zu reden. Nur der Kerl in der Badewanne hat damit im Endeffekt nicht mehr sonderlich viel zu tun. Weil ja, gut, außer dass Anna das getan hat, das ist halt einfach so. Da macht, ob Veronica das weiß oder nicht, macht keinen Unterschied. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ja, wir, wie gesagt, wir haben. Dass das Anna getan hat. Bisher wusste sie, da von unserer Seite zumindest, wusste sie nicht, dass Anna das getan hat. Aber was für einen Unterschied macht es, dass sie es weiß? Naja, du sagst ja, bisher ist sie davon ausgegangen, dass es die Anarchen waren. Wer weiß. Nicht, wir wissen wir, ob Anna nicht vielleicht sogar zu den Anarchen gehört? Wenn sie abgehauen ist von der Camarilla und von ihnen nicht gefunden werden möchte? Vielleicht hat sie dafür einen guten Grund. Ich hätte vielleicht. Wie gesagt, der Kerl in der Badewanne hatte keinen. Es ist total egal, ob er jetzt bei Veronica ist oder nicht. Dafür, ob. Was der, jetzt der genau Kerl mit in der Anna Badewanne passiert. Hat gesehen, dass Anna deine komplette Bar niedergemetzelt hat. Ja, aber für den Fall, dass wir nicht wollen, dass. John steht wirklich hinter Dr. Angela und grinst über beide Backen. Schaut Sam ganz interessiert an und grinst so. Gut, wir werden ja sehen, ob das eine schlaue Entscheidung war. Werden wir. Ich hatte meine Gründe, dass ich Veronica nicht gesagt habe, dass wir uns mit dem Freund von Anna treffen. Ich würde mich zu Andrew drehen und sagen, ich revidiere meine Meinung von heute Morgen, was das angeht. Die Entscheidung ist gefallen, Sam. Gut. Aber ich nehme an, dass, also höre ich das? Wahrscheinlich, ne? Oder sagst du es leise? Ich sag's eher leise. Okay, jetzt höre ich das nicht. Ja. Gut, dann, nachdem ihr jetzt einen Wagen habt, könnt ihr mit dem Wagen in Richtung Pub fahren. Können wir. Wir haben ein eigenes Fahrzeug. John tanzt so ein bisschen. Man merkt ihm, dass ihm das total gut gefallen hat gerade. Ja, dann fahren wir doch zum Pub. Diese unüberlegte Art. Es ist so typisch John. Ich kann mir genau denken. Irgendwie blüht er auf, seit diese Dr. Angela da ist. Ja. Ich halte. Muss noch das mal ein ist paar wirklich Worte eine mit ihm scheiß Idee gewesen. Andererseits hat sie auch recht, dass es keinen großen Unterschied macht. Auch wenn es eine scheiß Idee war, ja. Es hätte einen großen Unterschied machen können, je nachdem. Ja, aber wie gesagt, bisher kann man davon ausgehen, dass die Veronica nicht wusste, dass es Anna war. Ja. Ich finde, wir wissen insgesamt noch zu wenig. Das stimmt. Deswegen entscheiden brauchen können wir Informationen heute jetzt gleich in der Bar. Das ist richtig. Gut, dann fahren wir. Fahren wir. Ich nehme an, wir packen den Dicken wieder bei uns mit rein. Mhm. Dann machen wir das. Kurze Erwähnung für den Chat. Moment, wer war es gerade, der das geschrieben hatte? Ich glaube, Deidro Lyko
Es gibt keine Stufe 8 Fähigkeiten mehr in der V5. Und man muss auch kein Ahn sein, um hohe Fähigkeiten zu haben. V5 ist super. Ja. Gut. Ja. Ja, und kommt ihr dann auch irgendwie bei der Bar an, wenn ihr eintretet, seht ihr, wie die Band die ersten Takte aufspielt. Es hat sich langsam auch gefüllt. Nicht viele Leute da, aber ein paar sind da. Und ihr kennt relativ schnell auch Isaiah da in der Ecke sitzen. Ja, und dann... Ich bleibe sitzen. Ich sehe sie an und bleibe sitzen. Und... Ja, ich gehe dann halt dahin. Schon irgendwas von Bruce gesehen? Guten Abend übrigens. Genau. Als Angela an den Tisch kommt, stehe ich auf und warte, bis sie sich setzt, bevor ich mich auch setze. Das grüße auch und sage dann, Bruce ist, glaube ich, unten. Ich denke, wir können runtergehen, wenn wir wollen. Dann ist das wohl die beste Idee. Immerhin sind wir ja wegen ihm hier. Dann weiß ich so, bitte. Ladies first. Du siehst du so, wie ich dich angucke, ist von oben nach unten. Und dich ein wenig unglaublich anschaue. Ist alles in Ordnung bei dir? Überraschenderweise matcht Isaiah heute farblich gut. Ich trage nämlich weißes Hemd auf schwarzer und darauf schwarzen Anzug und schwarze Krawatte. Okay. Es sieht ein bisschen aus, als würde er auf eine Beerdigung gehen. ja, mit mir ist alles in Ordnung. Und dann lächelt er so. Was soll schon sein? Ich hebe eine Augenbraue und drehe mich dann um und gehe halt, wo er hingezeigt hat, wo es da runter geht. So, Bowlingbahn. Bowlingbahn. Andrew nick ich zu, den dicken klopfe ich auf die Schulter und John und Sam ignoriere ich. Oh, beide. Beide. Ja, okay. Mindestens eine Sache, die sie gemeinsam haben, die beiden. Ja. Ich komm. Oh, was hat Sam denn getan? Das sage ich nicht, das sage ich nicht. Das außer, ich dass nicht. Du nicht mitfahren dürftest. Ja, aber das lässt ja schon so, das verrät ja schon so eine gewisse Geisteshaltung mir gegenüber, die ich. Ja. Die muss ich ja nicht gutheißen. Schon klar. Und außerdem, also. Für mich ist ganz klar, wie die Hackordnung in dieser Gruppe ist. Andrew größer der Dicke, größer Sam und John ist scheiße. Deshalb da halte ich mich halt dran. Gut, dass der Dicke so weit oben in der Hackordnung steht, das wusste ich noch gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob er das selber weiß. Für mich ist der Dicke absolut korrekter Typ und also in meiner Hackordnung, muss man sagen. Ja, nicht in, ach so, in okay, in deiner Hackordnung. Da kenne ich mich nicht aus, aber für mich ist das Ranking definitiv Andrew, der Dicke, Sam, John. Und wenn ich mich in dieses soziale Gefüge einfügen möchte, dann möchte ich mich definitiv über Sam einfügen. Mit dem Dicken möchte ich mich nicht unbedingt schlagen um diesen Pass, aber naja, sag das mal so. Ja, ich verstehe. Gut. Ja, der Chat stimmt dir bei, John ist scheiße. Gut, ja, ihr geht die Treppe runter und hört auch von Weitem nur so ein bisschen das Geräusch von Bowlingkugeln, die auf Kegel treffen. Und ja, tretet ein. Und Bruce, du hörst Leute, die die Treppe runterkommen. Ja, schlüsst du noch das aus und ja, Bruce hat in der Zeit schon, das ist ja schon ein paar Stündchen jetzt gewesen, hat soweit wirklich alles, soweit es ihm möglich ist, gut vorbereitet, irgendwie diese alten staubigen Stühle nochmal entstaubt und so.
Weil ja der feine Pinkel auch dabei ist und so. Die Bowlingbahn repariert. Ja gut, da war ja an sich nicht viel, außer ein bisschen Abkratzen von Überresten und ein bisschen Flicken, aber sei es drum. Halt irgendwie nochmal ganz kurz drüber gekehrt. Ja. Und dann halt wieder mit so wirklich leicht genervten setzt er die Kegel nochmal richtig an und dann setzt er sich irgendwann wahrscheinlich irgendwie so an der hinteren Sitze und wartet dann so ein bisschen, schaut ein bisschen auf die Treppe. Und wenn er dann den ersten oder die erste sieht, dann steht er so auf und zieht seinen Hut so ab. Guten Abend. Setzt euch. Deutet dann halt auf so eine Reihe von Stühlen an so einem großen hölzernen Tisch. Oh. Wollen wir das doch tun? Ich zumindest. Der Dicke bleibt stehen. John setzt sich, Andrew setzt sich. Ich schaue den Dicken an. Wie, also der ist wahrscheinlich über 2 Meter, ne? Mhm. Ja, ist also das wahrscheinlich ist noch ein halber Kopf größer als ich. 30 oder so. Okay, dann ist ein ganzer Kopf größer als ich. Gut. Dann schaue ich so zu nach oben. Großer, willst du den die aussetzen? Nein, danke. Ja, dann steh aber bitte nicht vor der Tür, ich muss mal zumachen. Okay, ich bin so ein dritten Stück zur Seite. Danke. Schau so ein bisschen bitte. Mit. Putzig. Das ist der, der gestern den Arsch versohlt hat. Nee, ich hab keinen von dem Kassier, glaube ich. Okay. Ja, dann mache ich so die Tür zu, wenn alle drin sind. Und werde mich da auch setzen. Ich habe wahrscheinlich mich irgendwo außen hinsetzen wollen. Dann wird Bruce auf jeden Fall Fragen zu Andrew schauen. Das war ja derjenige, der ihn überzeugt hat, das überhaupt zu machen. So. Was soll ich groß sagen? Also, wir sind, glaube ich, alle aus dem Grund hier wegen der Dame namens Anna. Darf ich direkt sein und fragen, wie die Beziehung zwischen euch zwei ist? Wir haben eine Beziehung. Also. Ah. Er schaut auch so ein bisschen leicht helfen zu den Damen. Ihr wisst, was ich meine. Schaut so zu Sam. Ich denke, ich verstehe, was du meinst. Ein Pärchen halt. Wie niedlich. Ich sehe diesen Blick zwischen Sam und Andrew und zähle 2 und 2 zusammen. Finde ich extrem schlau. Da habe ich jetzt gerade was rausgekriegt. Ach, schön. Ein Druckmittel gegen den Anführer. Ja, wenn das Dr. Angela sagt, dann mach ich so ein. Also, ne, zuckt so ein bisschen zusammen, so ein. Ja. Ja, Bruce schaut zu Andrew. So mit so einem und weiter. Weißt du, dass Anna gesucht wird? Ich habe das gerade nicht ganz gehört. Was hast du gesagt? Weißt du, dass Anna gesucht wird? Das habe ich ihm schon gesagt. Dass diese Veronica Guerrero auf der Suche nach Anna ist. Das heißt, ich nehme an, dass Anna selber da nichts... Den Namen hattet ihr nicht erwähnt. Ich schaue zu Sam. Sagt mir das was? Ich bin ja schon relativ lange in der Stadt. Kenn ich die? Du hast vielleicht von ihr mal gehört, die hat irgendwas mit dem Bürgermeister zu tun. Na dann zieht Bruce den Armbau hoch. Der Name sagt mir was. Das hat was mit dem Bürgermeister zu tun, oder? Ja. Okay. Sie hat gemeint, Anna wäre eine Freundin von ihr, die vor längerer Zeit verschwunden ist. Ja, das kann gut möglich sein. Viel genaueres darüber weiß ich auch nicht. Hast du Anna davon erzählt, dass eine Veronica sie sucht?
Wir hatten darüber gesprochen, hast du ihr das gesagt? Wie gesagt, den Namen kannte er nicht, aber... Den Veronica habe ich gesagt, den Nachnamen nicht. Ach so, okay. Echt? Dann habe ich mir das in meiner Notiz falsch aufgeschrieben. Gut, ja, ich habe es anklingen lassen. Und was hat sie dazu gesagt? Das Thema wurde gekonnt umgangen. Mhm. Ich glaube wohl, es gibt auch Gründe dafür. Die wären? Kratzt so ein bisschen aufgeregt an diesem Tisch herum. Ich weiß nicht allzu viel. Ich kann nur sagen, dass Probleme mit es gab ein wenig Probleme mit dem Prinzen der Stadt. Und aus Gründen, die ich absolut nachvollziehen kann und allerdings unter Fremden nicht genau jetzt erläutern möchte, hielt sie es für besser, die Stadt zu verlassen erstmal. Aber jetzt ist sie wieder da. Warum? Weil ich habe die Notiz im Moment. da. Sie ist auf der Suche nach jemandem. Zwar nach einem Niederländer. Edo oder so heißt er. Soll wohl ein ziemliches Arschloch sein. Das ist doch der Prinz, oder nicht? Ist er, ja. Das war der Prinz. Ja. Und ich möchte das nicht so weit ins Detail gehen lassen, aber dieser Typ hat Sachen getan, die meines Erachtens nach unverzeihlich sind und die absolut, wenn man das hier sagen kann, und er guckt so ein bisschen lächelnd in die Runde, unmenschlich sind, aber ja, sind die meisten von euch wahrscheinlich eh schon drüber weg. Und, an der Stelle möchte Alsea sich dann zum ersten Mal, der hat sich bisher extrem im Hintergrund gehalten, in das Gespräch einschalten und sagen, ich kann mir vorstellen, was du dir vorstellst bei uns, aber so sind wir nicht. Wir sind auch nicht so weit weg von dem Menschsein. Und Bruce lugt so zum Dicken rüber. Ich komm so einen Schritt näher zu dir und sage, Bruce, ich möchte mich entschuldigen für das, was gestern Nacht passiert ist. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte mich wirklich nur mit dir unterhalten. Und Bruce richtet sich so ein bisschen auf und zieht dann auch so seine Kappe ab. Ich will mich auch dafür entschuldigen und will dann auch so tatsächlich die Hand reichen. Ja, ich gebe ihm auch die Hand und sage völlig ernsthaft. Also, ich denke, dass wir eigentlich das gleiche Ziel verfolgen. Siehst du, dieser Ido, der ist nicht länger der Prinz der Vampire dieser Stadt. Ich glaube, er ist entweder fort oder tot. Was heißt, er ist nicht mehr Prinz? Ist denn Prinz? Die Stadt ist momentan ohne Prinz. Das Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist, Veronica war die Beraterin des Prinzen. Veronica sucht nach Anna. Des Bürgermeisters. Wir haben auch erfahren, sie war Beraterin des vorigen Prinzen. Ich meine auch. Hat sie uns gesagt. Sie strebt dieses Amt wieder an. Das haben wir in Erfahrung gebracht. Und jetzt haben wir dieses kleine Problem, weil ein paar von uns etwas voreilig waren, dass Veronica weiß, dass Anna ein Blutbad in einer Bar angerichtet hat. Moment mal. Zunächst mal wissen wir gar nicht, ob Veronica... Stopp! Moment mal. Ich schaue Sam so richtig eindringlich an. Was ist passiert? Diese Rockerkneipe, die es hier irgendwo gibt? Kenn ich. 70. Straße. Was ist damit? Anna hat dort 10 Leichen hinterlassen. Sie hat eine Gang befragt, die dort gerade anwesend war. Sie hat halt auch nach... Nach Edo.
nach Edo gesucht. Und das Ganze ist etwas eskaliert. Und nur einer hat überlebt. Okay. Etwas eskaliert. Also Bruce ist in dem Moment wirklich so ruckartig aufgestanden, so ein bisschen, und ist so ein bisschen angespannt im Kreis gelaufen. Erstmal hat so die Hände so zu Fäusten geballt und so. Und als er dann sagt, also auf der Suche nach Edo wird es ein bisschen besser. Und das weiß jetzt diese Veronica. Ja, weil einer hat dieses... Es gibt einen Augenzeugen. Und der wurde Veronica ausgeliefert. Also gab es mal einen Augenzeugen? Weiß ich nicht. Und ich gucke Angela und John und den Dicken an. Wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht. Der Punkt ist doch, ich glaube, Veronica spielt sich im Moment zwar groß als Beraterin des ehemaligen Prinzen auf, aber letzten Endes will sie doch nur ihre Position sichern. Und wenn das geht mit Anna, dann lösen wir doch unsere gemeinschaftlichen Probleme. Das Einzige, was wir garantieren müssen, ist, dass Veronica kein Interesse daran hat, Anna jemandem auszuliefern, der ihr nichts Gutes will, sondern dass sie von einer Zusammenarbeit mit Anna und dir profitieren kann. Ich weiß. Uns persönlich hat sie sogar gesagt, dass sie immer noch den Anarchen das Blutbad in die Schuhe schieben will. Na, seht ihr, perfekte Lösung. Wir müssen gar Vielleicht nicht... sollten wir aber auch einfach erstmal können wir uns abwarten, über die ob das wirklich tut. Von Veronica Ach, wirklich sicher sein. Nein, das müssen wir auch nicht. Das Wesentliche ist, dass die Bottomline stimmt. Am Ende sind all diese Dinge eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich glaube, wir müssten aber... Wenn es für Veronica günstiger ist, mit Anna zusammenzuarbeiten, mit uns zusammenzuarbeiten, dann ist ihr das lieber als die Alternative. Ich zähle kurz durch. 8 Vampire inklusive Anna? Diese Stadt ist klein. Wir 8 stellen bereits eine außergewöhnliche Schlagkraft dar. Ich weise auf den Dicken. Ich weise an eine Stelle, eine leere Stelle, wo Anna stehen könnte neben Bruce. und dann auch und dann natürlich auch auf Andrew. Und dann ist mit so einer Geste, die mich einschließt, ja, in diesen Zirkel. Wir können formen, wie diese Stadt aussieht. Wir müssen nur bereit sein, zusammenzuarbeiten und unsere Bedürfnisse auch gegenüber Veronica durchzusetzen. Veronica hat zumindest doch noch immer diesen Joe dabei, oder nicht? Also den müssten wir, den sollten wir auf jeden Fall auch noch. Joe ist, auch ein der Polizist gewesen, Sheriff, Sheriff der Stadt und Nosferatu gewesen oder so. Ja, angeblich. Angeblich, ja. Genau. Das sind Details. Also ganz allein ist sie auf jeden Fall nicht. Wir wissen auch überhaupt gar nicht, wen es noch so gibt in der Stadt. Verstehe mich nicht falsch. Ich schlage hier keinen Krieg gegen unsere Gönnerin vor, sondern dass wir als Gruppe ein Argument darstellen, uns gemeinschaftlich zu vertrauen. Ne? Das und würde natürlich... Wir üben eine gewisse Macht aus. Ohne Frage. Das und würde natürlich mit einschließen, dass Anna bei eurem ganzen Vorhaben mitmachen möchte. Natürlich, Wovon ich gerade erstmal, das kann ich soweit sagen, ja, das für nein. Ja, sieh mal, aber du bist... Ich werde sie für nichts und gar nicht zwingen, was sie nicht möchte. Das ist überhaupt nicht das, worauf ich hinaus will. Aber sieh mal, mit uns zusammenzuarbeiten hat Vorteile.
Es ist ein Weg in ein geregelteres, sichereres Leben, Unleben. Gemeinsam ist man immer stärker als alleine. Ah, boah, ich kotze gleich. Gemeinsam zieht man aber auch, glaube ich, größere Feinde an. Also ich hatte die Zeit, wo ihr nicht da wart, ein echt ziemlich gutes Unleben, muss ich sagen. Aber gemeinsam kann man sich auch gegen größere Feinde durchsetzen. Aber ist es wirklich sinnvoll, Anna und Veronica zusammenzubringen? Uns fehlen immer noch viel zu viele Daten. Nicht nur von Veronica, sondern auch von Anna. Da stimme ich völlig zu. Ich schau zu Bruce, sag, du weißt offensichtlich immer noch mehr als wir. Wir können dich auch nicht dazu zwingen, uns mehr zu sagen, aber wir wissen einfach viel zu wenig, um einschätzen zu können, warum sie gesucht wird, warum sie wegläuft, warum Anna nicht gefunden werden will. Wie sollen wir da irgendetwas machen, ohne die ganzen Sachen zu wissen? Das stimmt. Ich denke, momentan nicht, ist alles, was wir wissen, ist, dass Anna Scheiße gebaut hat. Wie wäre es, wenn wir mal alle unsere Karten offen auf den Tisch legen und dadurch beweisen, dass wir es gut meinen? Andrew schaut so Richtung Bruce. Ich kenne euch jetzt nicht mal einen ganzen Tag. Und was können wir tun, damit du uns vertraust? Bruce lehnt sich so ein bisschen in den Stuhl zurück und überlegt. Wisst ihr, mir ist durchaus bewusst, dass ich von einer nur eine Seite der Medaille mache. Deswegen könnte das natürlich auch ein wenig einseitig sein, aber sie ist immer noch meine Freundin. Ich liebe sie und ich will sie um jeden Preis vor den ganzen Gefahren hier beschützen, aber was für Gefahren? Das ist halt unser Problem. Wir wissen, dass es dieses Gesundheitsamt gibt, aber ich denke, das wird nicht das Problem sein, oder? Moment, das ist ein typischer Moment für den Gesichtswürfel-Moment. Der berühmt-berüchtigte Gesichtswürfel. Um ehrlich zu sein, ich schaue so ein bisschen zu Andrew und dann zu Dr. Angela. Seid ihr mit diesem Punkt Gesundheitsamt gar nicht mal so falsch? Also, Gesundheitsamt. Ich glaube, ich weiß, was das Gesundheitsamt ist. Mit denen habe ich auch schon unschöne Erfahrungen gemacht. Ich nicht. Das wäre so eine Sache, die ihr mir offenbaren könntet. Also, klar, mit denen ist nicht koscher, aber es würden schon nicht die Men in Black sein oder so. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Ich habe sie kennengelernt als das FBI. Sie waren auf der Suche nach Andrew und haben mich über ihn ausgefragt. Sie scheinen sich sehr für unser Eins zu interessieren. Und haben wahrscheinlich nicht die besten Absichten. Sie haben uns auch einige Zeit verfolgt. Ich denke, das Gesundheitsamt wird eine Front für die zweite Inquisition sein. Lassen wir das Kind doch beim Namen nennen. Dieser Panzerwagen, der aufgebrochen wurde. Bruce guckt ein bisschen verwirrt zu dir. Zweite Inquisition. Jetzt wie in Spanien? Ja, nur schlimmer und fieser. Weißt du, diese Sache in Spanien? Hexenverbrennung? Alles nur eine riesige Front für die erste große Vampirjagd. Und das Gleiche passiert jetzt, nur, naja, subtiler. Aber das Ziel ist das Gleiche. Jagd auf uns. Und ich sag mal so, als jemand, der noch vor gar nicht so langer Zeit ein Mensch war, irgendwo nachvollziehbar, aber tödlich. Und wie du sicherlich von Anna erfahren hast, stellenweise abartig. Ja, als du das so erwähnst, dann beißt ja so ein bisschen die Zähne zusammen. So. Ja. Das ist der Grund, warum heutzutage fast kein Vampir mehr moderne Medien benutzt. Dieses Smartphone, Ausnahme.
In spätestens 3 bis 4 Monaten werde ich das loswerden müssen. Greift so in seine Hosentasche. Verstehe. Nun ja, ist. Ich nehme an, dass Anna dann so ein paar Run-Ends mit der Inquisition hatte, ja? Ich gehe sogar mittlerweile fest davon aus, von dem, was ich gestern gesehen habe, dass dieser Panzerwagen, der noch tagelang vor diesem Hotel stand, der 2. Inquisition gehört hat und Anna darin gefangen war und dass sie es war, die das Ding aufgebrochen hat. Ich glaube, das ist der... Das hört sich durchaus logisch an, ja. Aber warum versucht sie dann vor anderen Vampiren zu flüchten? Und weil warum, sie wahrscheinlich niemandem mehr traut? Und warum hat die Camarilla nicht dafür gesorgt, dass dieser Panzerwagen aufgebrochen wird, wenn da jemand von uns gefangen gehalten wird? Er schaut jetzt so in Richtung Sam und fast immerhin ehrlich, deswegen will ich auch ehrlich sein. Dieser Edo. Edo. Wo jetzt Edo, wie auch immer, Europäer, hat sie verkauft an die Menschen. Und wie Menschen immer so sind, haben sie Grausames getan. Mir fällt ein bisschen runter. Die Camarilla hat jemand... Oh Gott. Andrew, du möchtest in dieser Stadt bleiben? Ich schaue jetzt ein, nicht so, ihr wisst jetzt, warum ich ein wenig allergisch reagiert habe. Und das ist die absolute Wahrheit. Interessant. Und mir sagte man, dass die Camarilla eigentlich auf uns aufpassen will. Komisch. Ja, davon... Das ist ein Verrat gegen die Gesetze, die wir seit Jahrtausenden bewahren. Und gerade der Prinz war? Dieser Edo, ja. Es hat wahrscheinlich einen Grund, warum er weg ist. Vielleicht hat es seinen Sinn, warum Edo abgesetzt wurde. Das mag sein, das wusste ich nicht, aber... Es war für mich absolut verständlich. Ja, es war für mich absolut verständlich, dass nach so einer Tat sie nichts mehr mit der Kamera hier vor zu tun haben möchte. Aber hat ein Prinz denn die Möglichkeit, das komplett im Alleingang zu machen? Nun, er wird sicher. Druck aufbauen können auf seines Amtes. Ich weiß nicht, wie er drauf war und ich kenne die Strukturen dieser Stadt noch nicht genug. Ich denke, der Prinz von Sacramento hätte es ohne Probleme geschafft, seinen Willen durchzudrücken. Nicht ohne Aufwand, aber es ist möglich. Nun ja, das war das Ganze. Wurde wie ein Sklave verkauft. Vieh und wir wurden. Ich wäre interessiert daran, rauszukriegen, was wir dafür bekommen haben. Und wir müssen herausfinden, welche Rolle Veronica dabei gespielt hat, wenn sie dem Prinzen so nahe stand, wie sie behauptet hat. Bruce, denkst du, ist es realistisch, dass, wenn Anna erfährt, dass Edo getötet wurde, dass sie sich. Wir wissen nicht, ob er tot ist. Wissen wir nicht, natürlich, aber er ist fort. So viel er ist fort. Wir. Und das ist schon mal eine gute Grundlage für alles Weitere. Ich frage mich vor allen Dingen, ob weiß, sie will... Was Sie meinen... bitte. Wie war dein Name nochmal? Isaiah. Okay. In der Nacht sind wir alle nur Menschen. Zum Brauer hoch. Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich frage mich gerade nur, aber ganz kurz für einen Augenblick davon ausgehen, dass Veronica und Anna vielleicht wirklich befreundet sind. Wir wissen das nicht, aber für den Fall, dass vielleicht hat Veronica dafür gesorgt, dass Edo nicht mehr da ist. Das ist halt jetzt dummerweise auch eine Möglichkeit. Ja, ist durchaus eine Möglichkeit. Wir müssen mehr über diese Veronica herausfinden. Ja. Das denke ich auch. Und ihr wisst ja,
Ein Coup funktioniert immer dann am besten, wenn man am nächsten am Thron ist. Nicht umsonst gibt es endlos viele Geschichten über Großveziere, die Kalif anstelle des Kalifen werden wollten. Ja. Wie auch immer. Ich kann mal mit dir reden. Aber bitte das nächste Mal nicht wieder in Trailline. Nein. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Die Tür hat nicht viel Mühe gemacht. Ihr solltet euch vielleicht eh einen sichereren Platz suchen. Mit dem Gesundheitsamt, was euch ja auch schon aufgesucht hat, wie ich von deinem netten Nachbarn erfahren habe. Du warst für so ein sehr interessant. Ich muss mit Henry nochmal reden. Aber gut. Sie kann sehr Henry, überzeugend sein, wenn sie möchte. Henry ist leicht, um den Finger zu wickeln mit seiner Paranoia. Das stimmt. Und ich ziehe so eine Waffe hervor. Willkommensgeschenk. Leider. Ich denke, wo ist so, wenn ihr einen Ort braucht, wo ihr crashen könnt. Mein Büro ist vernagelt und im Untergeschoss. Ich meine, wo wir was können? Ne, wo ihr zumindest eine Tür habt. Es ist nur ein Schlafraum und das Bett ist eigentlich nur für mich, aber ich meine, wir brauchen ja nicht wirklich ein Bett. Das ist ja. Ist schon alles in Gang gesetzt dafür. Also für einen Ausweichplatz. Ja, okay. Ich dachte nur. Ist. Als die Hand, die ich ausstrecken möchte. Ja. Nein, ist alles. Schauen wir auf die Uhr, wie spät ist es? Ja, ist noch. Also noch nicht Mitternacht. Okay. Richtig. Ja, du hast noch einen Termin, ja. Ja. Übrigens, hängst du öfter hier in der Bar ab? Ja. Hier ist so eine alte Frau mit einer Katze reingelaufen. Naja. Ich bin anscheinend morgen zum Kanasterspielen eingeladen. Kennst du die Frau? Er macht so ein Viel Glück. Okay. Ja. Das ist ein Weilchen her, dass ich Kanaster gespielt habe. Ja. Naja, grüß den Hund von mir. Den Hund. Okay, von dem Hund wurde mir schon erzählt. Okay, naja. Bruce zieht so seine Hose leicht runter, da ist so eine kleine Bissstelle von diesem Hund. Oh. Bruce, könntest du bitte mit Anna reden? Ich würde versuchen, mehr über Veronica und rauszufinden und was mit dem Prinzen passiert ist. Ich dachte schon, das war ihn direkt abgemacht, ja. Dass wir vielleicht morgen nochmal hier treffen können. Vielleicht alle. Ja. Ja, alle. Ob das in meiner Macht steht, weiß ich nicht, aber ich werde es versuchen. Gut. Ansonsten frag sie, was wir tun können, damit sie uns vertraut. Werde ich machen. Und wenn sie uns vielleicht auch etwas, wenn sie Veronica kennt, über sie erzählen kann oder dir und du uns das erzählen kannst, würde uns das wahrscheinlich auch weiterhelfen. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber ja, versuch mal so zu arrangieren. Ja. Ihr hört ein Gerumpel von vor der Tür. Ich stehe auf und gehe dahin. Oh, verdammt. Ich glaube, wir wurden belauscht. Ich würde mal Richtung Tür. Ja, ich auch. Ich gehe vor Richtung Tür. Ja, du machst die Tür auf und siehst deinen Kater vor der Tür sitzen. Ach. Nur eine Katze. Und mit einer Ratte im Maul. Ich schaue nochmal so den Gang oder die Treppe lang, ob da wirklich jemand anderes ist. So. Nee.
legt die Katze, Katze legt so den ihren Fang quasi hin. Guck dich an. Also. Stimmt, ich bin ja relativ menschlich, das geht. Ich bück mich so, also ich gehe so ein bisschen in die Hocke, flüster so ganz leise. Gut gemacht. Und dann mache ich aber auch so eine Husch-Husch. Und dann. Ja, läuft weg. Ich nehme so diese tote Ratte und schmeiß sie in den Müll. Okay. Kein Mitternachtssnack. What, what? Das wollte ich auch gerade fragen. Gut. Und, bitte. Ja. Ich auf die Uhr gucke, der Araiguma muss heute 10 Minuten früher gehen. Deswegen ja, können wir nicht bis ganz bis halb spielen. Das heißt, ich würde ganz gerne an dieser Stelle dann den Cut setzen für heute. Und ich glaube, wenn ich das meinen Kalender so richtig im Blick habe, auch für dieses Jahr. Ja, also das war die letzte Folge Vampire V5 Blood and Sand in diesem Jahr. Ja, wow. Das schickt die Leute nicht. Ja. Ja, ich glaube, sie vertrauen mir seit der V20 Ende, seit dem V20 Ende nicht mehr. ja. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Und vielen Dank fürs Leiten. Ja, auf jeden Fall. Dann können wir den Araiguma schon mal entlassen. Ich werde mal hier die Overlay-Bilder dran machen. Dann können wir uns vielleicht noch einen Ticken unterhalten, aber er kann schon mal rausgehen. Genau, ich bin raus. Haut rein, bis demnächst. Ja. Ja, ja, gute Nacht, bis dann. Ich hatte viel Spaß. Und genau. Die nächste Folge fange ich dann damit an, dass ich mit Sam rede über unseren Beef. Macht's gut. Ciao. Bis dann. So, ja. Ja, also wir sind so gut wie durch für dieses Jahr. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Jetzt Moment, stopp, da stimmt irgendwas nicht hier. Ne? Zack, so, jetzt stimmt's wieder. Ja. Und ich schaue noch mal ganz kurz, wer denn heute noch so alles da war. Wie immer. Egal, ihr weiß, was gemeint ist. Commander Root, Dedro Lyko, der Drex. Oder D-Rex. Electric All Longboard. Iridinis. Wie spricht man das aus? Iridinis oder Iridinis, würde ich sagen. Iridinis. Ja, also Iridinis, ja. Könnte nicht so einfache Namen haben, so wie Koali. Kaiser Kater war auf jeden Fall da. Das ist ein cooler Name, ja. Lucky Lucano, Mondschatten war da. Die Polizei hat auch wieder zugeguckt, damit alles in Ordnung ist. Und Positivity Bot und Tate. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr uns später schaut auf YouTube, dann ja, dann lasst uns doch da einen Kommentar da, wie ihr es fandet. Und ja, wir freuen uns immer über alles Mögliche, was da so geschrieben wird. Und das ist unser täglich Brot und motiviert ungemein. Ja, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, wenn es wieder heißt Vampire the Masquerade V5. Blood and Sand, und dann, wir haben heute ja schon einige interessante Sachen gehört, dann können wir vielleicht ein bisschen in die Tiefen der Vampirgesellschaft dieser Stadt ohne Namen eingehen. Und Dedro Lyko fragt, wie ich die V5 im Vergleich zur V20 finde. Die V5 ist um Meilen, Längen tausendfach besser als die V20. Meiner Meinung nach. Viel, viel einfacheres System. Viel, viel einfacher. Und einfacher System. Ich glaube, wir finden sie alle besser. Ja, und von der Freiheit der Spielercharaktere, was sie machen können, ist es auch, also von der generischen Situation her, ist es sehr, sehr viel besser als vorher. Ja.
Das ganze Hungersystem. Kann halt nicht vergleichen, deswegen. Das Hungersystem finde ich wesentlich besser als die Blutpunkte. Man hat wieder diese einfach. Man kann politisches Ränkespiel machen, wenn man möchte und intrigant spielen, was wir jetzt tun, obwohl wir es anfangs nicht wollten, was sich einfach so ergeben hat. Aber es ist einfach wieder diese Bedrohung durch die Inquisition, ja, die sehr real ist. Und das macht Spaß. Der Drolykos Kollegen sind alle anderer Meinung. Ja, das können sie ja sein. Dafür gibt es ja verschiedene Meinungen. Ich glaube, ich würde jetzt von mir aus persönlich keine V20-Runde mehr anfangen wollen. Ich würde alles jetzt nur noch mit der V5 spielen. Ja, weil ich das Setting so viel interessanter finde jetzt als die V20-Sache. Und wie gesagt, das System ist viel, viel einfacher und geht einem schneller von der Hand. Das ist das, was mich immer triggert, weil alles, was irgendwie kompliziert ist, das mag ich nicht. Ja, damit haben sie mich gekriegt. Ja. Ich meine, ihr kriegt ja einen kleinen Eindruck davon, was es da so jetzt an Regeln gibt und so. Vielleicht machen wir ja im neuen Jahr mal so ein Stream, wie was so die Unterschiede sind. Aber das kann ich nicht versprechen. Ja. Er startet den nächsten V20-Runde. Ja, viel Spaß dabei. Cool, cool. Kann man auf jeden Fall, also wenn es die V5 nicht gäbe, würde ich auch V20 weiterspielen. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt noch an Sourcebooks rauskommt. Ich meine, da gibt es ja jetzt irgendwie ganz viele Probleme, die White Wolf hat oder hatte oder hat immer noch. Ich hoffe, dass es nicht so wird wie bei DSA 5. Das fand ich nämlich, als das Grundregelbuch kam, auch super toll. Und dann haben sie weitere Bücher rausgebracht und jetzt ist es scheiße. Ja, also ich hoffe, dass es bei der V5 nicht so wird, dass das mit, dass sie jetzt die Publikationen so auseinanderziehen und immer mehr neue Regeln dazu bringen und die es wieder kompliziert machen. Ich hoffe, dass sie bei dem einfachen Prinzip bleiben. Aber ich habe halt schon, ich habe die Sourcebooks, es gibt ja inzwischen auch schon Regeln für die was früher die Assamiten waren. Moment, ich schaue nach, wie sie heißen. Falsches Dokument geöffnet. Vielleicht weiß es einer aus dem Chat früher als ich. Ja, und also für die früheren Assamiten gibt es auf jeden Fall Regeln und für die Setiten gibt es Regeln. Das Chicago Sourcebook habe ich als Rohtext auch schon. Und da sind die La Sombra drin. Das heißt, die Regeln dafür habe ich auch schon. Also das ist jetzt, ja, ich finde es gut. Finde es gut gemacht. Bisher. Also ist halt auch schon auseinandergezogen, aber das ist halt alles so noch im Rahmen und es baut halt alles sehr logisch noch aufeinander auf und viel extra Zeug gibt es da nicht. Es gibt auch ein paar Sachen in der V5, die ich weglasse, aber das ist ja auch so von den Regeln angelegt, dass man sich da rosinenpickerisch bedienen kann. Was ich zum Beispiel am Anfang ziemlich cool fand, war die Situation des Klüngels halt mit zu beschreiben. Das haben wir als Gruppe auch gemacht. Nur ist mir dann beim Entwurf der Sandbox irgendwie aufgefallen, dass das für die Runde jetzt hier keinen Sinn machte. Das macht dann Sinn, wenn du einen Klüngel spielen möchtest, der schon als Klüngel etabliert ist in der Stadt. Dann macht das Sinn, auch die Klüngelstatisten, nicht die Statistik kennen, nein. Die Stats des Klüngels halt auch irgendwie festzuhalten und ja. Ich finde es für diese Runde jetzt hier ist es irgendwie interessanter, wenn die Gruppe sich ihre Stats in der neuen Stadt halt erarbeitet und sie nicht von vornherein hat. Genau. Und deswegen, ja, aber das kann man halt so machen, wie man möchte. Ja. Und es gibt, glaube ich, im neuen Source-Band gab es noch Regeln für hochgradige soziale Konflikte, so ganze Gruppen gegeneinander antreten. Ich weiß nicht, ob man dafür irgendwie Regeln braucht, unbedingt. Also manche sind ja so, die brauchen für alles mögliche Regeln und je mehr, desto besser. Also für die jetzt ist dann wahrscheinlich wieder ein Trigger.
für mich jetzt nicht so, aber dadurch, dass man halt bei den White Wolf früher auch ja schon einfach Sachen so rauslassen kann, wie man lustig ist, ist das eigentlich ganz okay. Ja, das ist so meine Meinung bisher. Gut, dann wünschen wir euch noch, wie ihr dazu guckt, ein schönes Rest-Advent, ein paar schöne Rest-Advent-Tage und frohe Weihnachten. Ja. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Quali hört sich nach meinen Kollegen an, die sauer sind, wenn was einfacher wird. Ja, das ist, erklärt auch, warum sie die V20 besser finden als die V5. Ich kenne es von ganz vielen Leuten, die die V5 deswegen direkt abgelehnt haben, weil die Maikavianer und so ihre Stats halt geändert wurden und so. Aber, ja. Man sollte Sachen auch erst angucken, bevor man sie ablehnt. Es macht alles, also es macht alles innerhalb des Systems, macht voll Sinn. Naja, gut, ich war dabei, frohe Weihnachten und guten Rutsch zu wünschen. Macht's gut und wir sehen uns im neuen Jahr und bis dahin den Segen der Nacht. Ciao. Segen der Nacht. Ciao, ciao.